Und damit ganz herzlich willkommen zur Reihe Alles bewegt hier aus dem wunderschönen Futurium im Herzen von Berlin. Ganz herzlich willkommen Sie alle da draußen und ganz herzlich willkommen Sie alle hier drinnen. Wir haben zum ersten Mal wirkliches Publikum analog hier vor Ort im Futurium. Es sind sehr viele Menschen gekommen, um unseren fantastischen Stargast und Wertkanzler zu erleben. Ich freue mich sehr, dass wir heute alle hier zusammenkommen. Und meine erste Ansage ist in Richtung vielleicht Ihrer Überraschung. Ich bin nicht Karina Kallenbach, die normalerweise zusammen mit Wertkanzler diese Reihe hostet. Ich bin kurzfristig eingesprungen, schicke ihr ganz herzliche Grüße und freue mich sehr, Sie durch diesen Abend begleiten zu dürfen. Und ich möchte Ihnen ganz kurz vorstellen, weil Sie alle sind ja hier, deswegen hier, weil Sie wissen, dass er hier sitzt. Professor Hartmut Rosa, er hat vorhin gesagt, ich bin doch kein Schwergewicht. Ich darf ihn titulieren als Schwergewicht der Wissenschaft, darf es doch so sagen. Er ist ein hochgeschätzter Sozialwissenschaftler, hat aber ursprünglich Philosophie studiert, viele, viele Bücher geschrieben, über die wird später auch noch über ihre Titel und über die Stichworte da drin zu reden sein. Wir werden heute einen ganz großen Bogen schlagen. Er ist auf der einen Seite derjenige, der an der Universität Jena Soziologie lehrt und auf der anderen Seite ist er Direktor des Max-Weber-Kollegs an der Universität in Erfurt. Und ich freue mich zu meiner Rechten und eurer und ihrer Linken, Wertkanzler, Sozialwissenschaftler und Mobilitätsforscher am WZB, dem schönen Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Lieber Wert, alles bewegt. Ganz kurz, was kann diese Reihe, was will diese Reihe, was habt ihr bisher damit angestellt und worauf ist noch zu hoffen? Ja, vielen Dank für die nette Ankündigung. Also die Reihe Alles bewegt, Kanzler und Kallenbach reden über Mobilität, ist eine Reihe, die hier im Haus seit dem Sommer letzten Jahres als Talk-Format, also nicht mit Publikum, sondern wir saßen hier in der Ecke, auch mit Sofa und wie man das so kennt, so Böhmermann-mäßig als Talk-Format, haben wir hier gesessen und haben bisher acht Talks aufgezeichnet. Und da ging es um die ganze Breite des Mobilitätsthemas. Also wir haben angefangen mit der Verkehrswende und der Frage der Dekarbonisierung des Verkehrs, sind dann zu dem Thema Stadt-Land, Verhältnis Mobilität-Immobilität. Dann sind wir noch weitergegangen und haben Mobilität in der Natur, war ein großes Thema. Dann haben wir über Migration natürlich, Mobilität und Migration, auch ein wichtiges Mobilitätsthema gesprochen. Dann ging es einmal um Mobilität von Gütern, Mobilität von Ideen. Das waren die acht, die wir bisher gemacht haben und die sind jeweils in diesem YouTube-Kanal Alles bewegt des Futuriums ausgestrahlt worden. Da kann man sich jetzt auch gucken. Und es gibt jetzt noch eine Folge Ende dieses Monats. Da geht es um Mobilität im Weltall mit einer Kandidatin, einer Astronautenkandidatin. Es gibt zwei Kandidatinnen in Deutschland, die für den nächsten Flug zur ISS, wenn sie dann als internationales, im Moment ist das ja noch fraglich, aber wenn sie als internationale Raumstation weiter besteht, dann wird eine der beiden Frauen die sein, die wir interviewt haben. Und Ende des Monats könnt ihr dieses Interview sehen. Da geht es um Weltall. Und ich kann einen Punkt verraten, es war nicht uninteressant. Sie hat sich selbst als Astronautin mit Flugscham bezeichnet. Also wir haben versucht in dieser Reihe die ganze Breite des Themas, das ja hier auch im Haus als Teil der Ausstellung unten und hier im Haus zu sehen ist, zu beleuchten in diesen YouTube-fähigen, salonartigen Talks. Und in gewisser Weise ist das jetzt eine Ergänzung, was wir heute Abend machen. Das ist das erste Mal live, das erste Mal richtig lang und das erste Mal auch, und da stimme ich dir voll zu, in einer komplett anderen Atmosphäre. Und ich genieße es auch sehr, dass wir hier sitzen können mit so vielen Leuten. Das ist so schön, die Energie ist sofort transformiert, habe ich das Gefühl. Bitte, also, große Freude. Große, also ein echter Applaus. Ist es nicht toll, so ein echter Applaus? Auch, fühlt sich so lebendig an irgendwie. Ja. Ja, kurz zur Rückfrage. So echt. So echt. Apropos, hast du Flugscham, Hartmut? Also ich... Also privat fliege ich eigentlich überhaupt nie, aber natürlich irgendwie beruflich. Und ich habe ein bisschen Flugscham, weil ich schon finde, dass es so eine Art Wissenschafts-Jet-Set gibt, dass wir dann irgendwie so für einen Vortrag oder so durch die Welt jetten. Und da fühle ich mich inzwischen richtig schlecht. Das sage ich jetzt auch nein und versuche dann wenigstens ein paar Sachen miteinander zu verbinden. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob das so lauter ist, wie ich mir gerne das versuche einzureden. Wir kommen also zum Thema Mobilität aus verschiedensten Ecken zurück. Aber ich möchte bei diesem wunderbaren Wesen anfangen, weil das ja letztlich diese Katze oder eine Katze ist die Bindung zum Titel der heutigen Veranstaltung. Wir haben ja gefragt, how far is soon oder die Katze des Hartmut Rosa? Wie heißt diese Katze und was hat
die Katze mit deinem Tun zu tun? Mit meinem Tun? Also die Katze ist sozusagen ein schwaches Abbild. Der Ersatz für einen Kater, den habe ich Heli getauft. Weil der Heli wie Helios, aber ich habe ihn nie Helios genannt, sondern immer Heli. Und zwar deshalb, weil er sich auf eine Sonnenuhr gelegt hat, als er sozusagen gleich, als er zu uns nach Hause kam, als ganz kleines Kätzchen, ist er im Garten herumgeschlichen und hat sich immer auf diese Sonnenuhr gelegt, weil die halt schön warm war. Das war so eine Steinuhr. Also habe ich ihn nach dieser Sonnenuhr benannt und dann hieß er Heli. Und ich habe den deshalb mitgebracht, weil Katzen tatsächlich etwas sind, über das ich soziophilosophisch nachgedacht habe, in dem kleinen Unverfügbarkeitsbuch, weil ich überlegt habe, was für eine Beziehung habe ich eigentlich zu diesem Tier, zu diesem Wesen, dem man einen Namen gibt. Ist das immer schon auch der Versuch, da eine Beziehung herzustellen oder ist eine Beziehung herstellen? Und ich habe irgendwie festgestellt, naja, irgendwie ist die für mich eigentlich das reinste Resonanzwesen. Die hat fast überhaupt keine andere Funktion oder eher, als dass ich mit ihm in eine Art von Resonanzbeziehung trete. Und dann ist mir aufgefallen, dass bei so einer Katze, also ich meine, viele Leute von Ihnen, ich denke viele auch von Ihnen, haben ja Katzen zu Hause. Und der Punkt ist irgendwie, dass die natürlich, dann die kommt, sie reagiert eindeutig auf uns. Ja, sie freut sich, wenn ich, habe ich mir jedenfalls eingebildet. Ja. Er schnurrt, er streicht einem um die Beine, er will gestreichelt werden und er interagiert dann ganz offensichtlich. Also da bildet sich eine Resonanzbeziehung. Aber der entscheidende Punkt an dieser Resonanzbeziehung ist, dass ich nie vollständig sicher sein kann, ja, weil manchmal kommt er auch nicht. Ja, im schlimmsten Fall könnte ihm was passiert sein, weil er natürlich bei mir auch draußen rumlief. Ich glaube, eine Katze, die nur in der Wohnung ist, ist entweder degeneriert oder es ist Tierquälerei. Aber also manchmal kommt er nicht, manchmal ist er total nass, was ich dann nicht so mag, aber manchmal ist er auch schlecht gelaunt. Ja, dann schnurrt er eben nicht. Und im schlimmsten Fall haut er mir sogar eine. Und dann dachte ich, ja, aber das ist diese Unverfügbarkeit. Ja, es ist so eine Mischung. Eigentlich habe ich keinen besseren Begriff als Halbverfügbarkeit dafür. Weil natürlich ist er meistens da. Natürlich interagieren wir miteinander, aber da ist immer etwas, was sich mir entzieht. Also manchmal kommt er gar nicht. Manchmal ist er vielleicht verletzt, weil er gekämpft hat. Manchmal fetzt er mir eine. Manchmal schnurrt er nicht oder faucht sogar und manchmal frisst er nicht. Und ich habe festgestellt, dass mir das aber ganz, ganz wichtig ist, dieses Unverfügbare. Verstehe. In dieser Beziehung. Um bei der Unverfügbarkeit zu bleiben, ich will es jetzt nicht mit einer KI vergleichen, aber bei einer KI ist ja so, ich gebe vorne was rein und ich weiß, sie reagiert so. Erstmal, ja. Da lernt sie, naja, und so weiter, reagiert vielleicht anders. Ja. Aber das ist ja wie so eine Reizreaktion, so ein Prinzip, dass du auf eine gewisse Art programmieren kannst. Eine Katze kannst du ja nicht programmieren. Ja, das ist der Punkt. Also die Katze kannst du noch viel schlechter programmieren als den Hund. Genau genommen kannst du die Katze gar nicht programmieren. Sie macht, was sie will. Das weiß eigentlich jeder, der Katzen hat. Und es ist genau dieses Eigensinnige, was interessant ist. Weil ich habe dann überlegt, also ich habe tatsächlich überlegt, also ich meine, so eine Katze hat ja ein paar Nachteile. Ja? Sie ist teuer im Unterhalt, sie stirbt irgendwann, sie kann sich verletzen und sie ist verdammt eigenwillig. Also gelegentlich hat sie mir eine gehauen. Ne? Und zwar hat sie ganz schön scharfe. Und sie beißt auch. Und eine Katzenbiss ist ziemlich blöd. Also dachte ich, kannst du nicht eine KI-Katze nehmen, die alle positiven Eigenschaften hat, aber die negativen nicht. Ne? Also die kommt dann jeden Tag und schnurrt. Und sie streicht mir immer um die Beine. Könnte man hinkriegen. Das Problem ist, das wäre total langweilig. Ja? Und dann habe ich gedacht, na gut, du könntest die Unverfügbarkeit ja auch programmieren. Also du programmierst eine Roboterkatze und die kommt an 7 von 8 Tagen und am 8. nicht und du weißt nicht genau, wann sie nicht kommt. Ja? Also weil das kannst du ja in einen Zufallsgenerator reinmachen, dann hast du die Unverfügbarkeit. Und dann habe ich natürlich, ich meine, würde jeder sagen, das ist halt nicht das Gleiche. Da würde man sagen, schade, dass der heute so programmiert ist, dass er nicht kommt oder so. Und vor allen Dingen ist dann dieses Interaktive, weil der Witz ist ja, dass man anfängt zu überlegen, ob die Katze vielleicht deshalb nicht kommt, weil ich ja gestern das Futter nicht rechtzeitig gemacht habe oder sie an der falschen Stelle gestreichelt habe oder sowas. Und wenn es ein Zufallsgenerator in der Roboterkatze ist, dann wäre das irgendwie blöd. Dann würde ich ja sagen, ja, heute kommt sie nicht, weil es so programmiert ist. Dann habe ich gedacht, weil mein Patenkind studiert KI, der studiert KI, Artificial Intelligence in Groningen, und der hat gesagt, ja Quatsch, also wir würden die Katze so programmieren, die Roboterkatze, dass sie mit mir interagiert, dass die lernt. Ja, also die würde schon genau das tun. Ja, wenn ich sie heute schlecht behandle, kommt sie morgen nicht oder haut mir eine. Und dann habe ich überlegt, okay, würde das, da kommt dann natürlich eine, aber der, also da kommt eine Art von theoretischer Unverfügbarkeit ins Spiel, aber praktisch würde ich, glaube ich, dann auf der Stelle versuchen herauszufinden, welche meiner Handlungen bei ihr welche Art von Reaktion auslöst. Ja? Also was die da lernt. Und ich wüsste, dass dieses Ding im Prinzip verfügbar ist. Ne? Wenn ich die Lernalgorithmen kennen würde, dann würde ich es im Prinzip
verfügbar machen. Und ich glaube, das ist für das, was für mein Nachdenken dann ganz wichtig geworden. Dieses, ich glaube, die, unsere heutige Welt ist eigentlich so, dass wir eigentlich alles verfügbar machen wollen. Am besten 24/7. Ne? Aber natürlich de facto wird es unverfügbar. Also zum Beispiel so ein, jeder, der ein Smartphone in der Tasche hat, weiß, dass dieses Ding manchmal genau das nicht tut, was wir wollen. Ne? Aber es ist nicht das Gleiche wie mit der Katze, weil ich weiß, dass es im Prinzip verfügbar wäre, ja? Dass es ein Bug ist, ein Fehler. Bei der Katze ist es nicht im gleichen Sinne ein Bug. Also im Prinzip ist es wie so ein Funken Magie, den wir weder programmieren, noch erklären, noch kontextualisieren, noch rational begründen können. Was entsteht da für dich? Weil ich versuche, den Bogen ein bisschen zu deiner Resonanztheorie zu ziehen. Besteht da eine Verbindung zwischen dem Nachdenken über Verfügbarkeit und Unverfügbarkeit und der Frage der Lebendigkeit, des Schwingens, der Resonanz? Wie passt das zueinander? Hat das irgendwas miteinander zu tun? Ja, das hat ganz viel miteinander zu tun, weil ich tatsächlich immer, also was ich schon in dem Resonanzbuch, was ich zuerst geschrieben habe, wo ich das versucht habe zu entwickeln, da habe ich immer gesagt, Unverfügbarkeit ist ein Element einer Resonanzbeziehung. Ja, ich kann dir nicht, die spannende Frage ist übrigens, wie man das in andere Sprachen übersetzt. Ja, du kriegst es nämlich nicht auf Englisch irgendwie hin. Und was mir am besten gefällt als Vorschläge war eigentlich nicht Uncontrollability, so ist das Buch dann übersetzt worden, aber viel besser finde ich Non-Engineerability. Ja, du kannst es eben genau nicht programmieren, ingenieursmäßig herstellen. Und das gehört für mich für Resonanz dazu. Ja, Resonanz ist dieses feine in Beziehung treten, dass ich nicht einfach machen, kaufen, herstellen, programmieren, berechnen kann. Noch eine Frage dazu und dann komme ich zu dir, Wert. Die Frage der, also wir haben jetzt ein bisschen über Devices und auch KI und so weiter geredet. Warum nimmt aus deiner Sicht diese Zahlen der Devices, nimmt die Geschwindigkeit etc. so stark zu? Hat das auch was damit zu tun, dass wir auf der anderen Seite nicht mehr imstande sind, menschlich miteinander so in Resonanz zu treten, dass uns das total erfüllt? Oder was sind die Gründe dafür, dass da exponentiell die Zahlen nach oben gehen, die Geschwindigkeit, also die Entwicklungszyklen? Nee, ich glaube, das ist andersrum. Also mein Denkweg hat sozusagen die andere Seite genommen. Der hat erstmal dieses Faktum konstatiert, um das es euch hier ja auch geht. Also, noch vor Resonanz habe ich erstmal ein Buch geschrieben oder sogar zwei über Beschleunigung. Die Idee war, die moderne Gesellschaft, das, was wir tun, ist Welt in Bewegung setzen. Ich glaube, daran kann es keinen Zweifel mehr geben. Ja? Wenn wir irgendwie Aliens wären, die Erde beobachten seit 200 Jahren, würden wir wirklich sehen, dass wir sie in immer mehr mobilisieren, ja, ist ja auch das Thema der ganzen Serie hier. Also nicht nur, also ich meine, das ist wirklich irre, wenn man sich das überlegt. Also weil sozusagen die Zahl der Schiffe und die Geschwindigkeit der Schiffe, die Zahl der Autos und die Geschwindigkeit der Autos, die Zahl der Züge, die Länge der Züge, die Geschwindigkeit der Züge, der Flugzeuge hat permanent zugenommen. Also wir haben Welt physisch in Bewegung gesetzt. Und dazu kommt jetzt auch noch diese ganzen Geldströme, Ideenströme, Bilderströme. Es ist Mobilisierung von Welt. Und die Frage ist, von was wird das eigentlich getrieben? Und meine Antwort darauf lautete, dass wir das hat einerseits einen strukturellen Grund. Ich lasse den strukturellen mal Grund weg. Also dynamische Stabilisierung, wir können gar nicht anders. Ja? Unsere Gesellschaft bricht zusammen, wenn sie sich nicht immer mehr beschleunigt. Das ist mir schon wichtig als Soziologe. Und das ist auch nicht zufällig gekommen. Aber du hast jetzt gefragt, was hat das mit Resonanz zu tun? Und da glaube ich ehrlich gesagt, da gibt es einen Zusammenhang. Nämlich, also meine These ist, Menschen sehnen sich immer danach, nicht nur in der Moderne, grundsätzlich mit der Welt in Resonanz zu treten. Ne? Ja. In eine Beziehung zu treten. Ich definiere übrigens zum Beispiel Heimat eigentlich als ein Weltausschnitt, den ich mir so anverwandelt habe, dass er mit mir in diese Resonanzbeziehung tritt, dass er zu mir spricht. Ja, so ein Kater kann Heimat werden, weil ich ihn beim Namen rufen kann und mit ihm in Kontakt trete. Und Kinder erfahren, glaube ich, erstmal so ihre Welt. Ja, die geben mir auch den Stühlen einen Namen oder so oder sagen blöder Stuhl und versuchen, diese Art zu interagieren. Und deshalb denken wir oft, Heimat sei das, wo wir herkommen. Aber dann machen wir oft die Erfahrung, ist nicht immer so. Ja, manchmal ist die Heimat der Ort der Entfremdung, da spricht gar nichts. Ja. Und ich glaube, so ist die Moderne ist entstanden aus der Idee, dass jede und jeder die Möglichkeit haben müsste, einen resonanten Weltausschnitt selber zu finden. Vielleicht ist es anderswo, in der Südsee oder sonst wo. Vielleicht sind es andere Menschen, mit denen ich in Resonanz treten kann. Vielleicht sind es andere Bücher, andere Ideen, andere Musik, andere Kulturen, andere Tempel. Und daraus ist dieser Wunsch, dieses Antriebsmoment kulturell entstanden, Welt verfügbar zu machen, um mit ihr in Resonanz zu treten. Und dann, glaube ich, aber hat sich das umgedreht. Dieses Ausdehnen der Weltreichweite, nenne ich das, dieses Verfügbarmachen von Welt,
ist zu einem strukturellen Zwang geworden. Anders ohne Wachstum, Beschleunigung können wir das Bestehende gar nicht erhalten. Und ist auch zu einer Art von Selbstzweck geworden. Ja, den Horizont, die Reichweite des Verfügbaren auszudehnen, scheint uns das Gute per se zu sein. Und ich würde auch nicht sagen, wir haben vergessen, dass wir die Reichweite eigentlich ausdehnen wollten, um Resonanzmöglichkeiten zu schaffen. Finde ich einen super interessanten Punkt. Ich möchte auch gleich mit Corona, was Corona als Momentum dazu tut, zurückkommen. Wert. Ja, ich würde noch mal auf diese Beschleunigung, weil Beschleunigung hat natürlich auch was damit zu tun, weiterzukommen, weiter zu fahren, weiter zu gehen, Grenzen zu überwinden, zu verschieben, was ja natürlich diese strukturelle Komponente, da gebe ich dir recht, sozusagen dieses die Resonanz finden, auf der Suche nach Resonanz, indem ich weitergehe. Mhm. Aber es hat natürlich auch immer sozusagen die Erweiterung des Möglichkeitsraumes. Und das hat auch ein demokratisches Element. Weit fahren konnten früher die reich waren. Grenzen überwinden konnten die reich waren, die wussten, wie es geht, die Beziehungen hatten etc. Und im Zuge der Moderne ist all das natürlich immer weiter demokratisiert worden. Wir sind noch weit davon entfernt, dass jeder seinen Möglichkeitsraum sehr weit oder unendlich ausweiten kann. Aber wir sind weite Schritte gekommen. Ja. Mit den Nebenfolgen, da gebe ich dir recht. Das ist dann irgendwann mit erheblichen Problemen, vor allen Dingen ökologischen Problemen, aber auch sozialen Problemen. Aber das Grundmotiv, den Möglichkeitsraum der Einzelnen zu erweitern, als Gesellschaft ist ein demokratisches Motiv. Es soll nicht einigen wenigen vorbehalten bleiben. Widersprüche. Zu gerne, bitte. Ja, ich weiß nicht, also ich gebe dir schon recht. Ich würde sagen, das Motiv ist zunächst mal nicht demokratisch. Also ich glaube, die Idee ist, dass das Gut, also es gibt mir ja, der Untertitel dieses Resonanzbuchs heißt Soziologie der Weltbeziehung. Wie nehmen wir Bezug auf Welt? Und die Idee ist, dass das Gut, das wir angefangen haben, oder kulturell das gute Leben, als dasjenige definieren, das möglichst große Weltreichweite hat. Also meine These ist, da stimmen wir überein, Weltreichweitenvergrößerung wird geradezu zum Inbegriff des Guten. Ich glaube, dass das für jeden von uns wahrscheinlich stimmt. Es ist echt interessant, darüber nachzudenken, wann nennen wir eine Sache gut. Ja? Überlegen Sie sich, jemand erzählt Ihnen eine Geschichte, wann werden Sie vermutlich sagen, oh, das ist doch echt gut. Ich würde eigentlich sagen, immer, wenn der Möglichkeitshorizont ausgedehnt wird. Ja? Also zum Beispiel, wenn einer sagt, du, ich verdiene jetzt mehr Geld, ah, das ist doch gut. Warum? Weil Geld Welt in Reichweite bringt. Ja? Wenn Sie reich sind, können Sie nach China fahren oder wenn Sie superreich sind, jetzt ins Weltall gehen, was Musk und Bezos und wie die alle heißen jetzt machen, Welt in bis ins Universum ausdehnen. Aber auch wenn einer sagt, ich habe jetzt schnellere Internetverbindung, das ist doch gut, weil dann hast du mehr Welt in Reichweite. Wenn einer sagt, ich habe gestern einen Führerschein gemacht, toll, dann kannst du Auto fahren und bringst mehr Geld in Reichweite. Ist es eigentlich egal? Ja. Moment, gleich. Also ich würde sagen, das kommt zuerst. Die Idee, dass das Leben dann gut wird, wenn die Reichweite vergrößert wird. Und diese Idee haben wir dann demokratisiert. Ja, jeder, möglichst jede und jeder versucht, seinen Horizont zu erweitern und soll auch die Möglichkeit. Ja, aber weil es gibt doch eine dialektische Beziehung zwischen den Möglichkeiten, die ich habe, und dem sozialen Aufstieg. Also ich habe doch, das ist bisher war es historisch immer so, dass der soziale Aufstieg sehr damit zu tun hatte, kann ich weiterkommen, kann ich woanders hingehen, kann ich meinen Möglichkeitsraum ausweiten. Aber es muss doch erstmal der Wunsch geboren werden. Ich finde immer faszinierend, selbst heute, also wir haben von Max Weber Kolleg aus so Beziehungen nach Indien zum Beispiel. Und meine, also man kann sich da wahnsinnig leicht täuschen, aber ich glaube, dass du da zum Teil in so Kastensystem ist ja immer noch ganz stark eigentlich, dass du da sozusagen Kontexte findest, die ich empörend finde, wo ich aber das Gefühl habe, ich kann da beobachten, da gibt es gar nicht diesen Wunsch aufzusteigen, andere Möglichkeiten zu haben. Das ist nicht in jedem Falle im Weltbild. In einer ständischen Gesellschaft ist die Idee, dass du deinen Platz hast in der sozialen Ordnung. Genau. Und da hat dich Gott hingestellt oder so, oder wie immer du das dir vorstellst. Das ist der spezifisch Moderne. Aber das ist aus meiner Sicht ein Fortschritt, dass wir diese Möglichkeit einem geben haben und die nicht grenzen in Kastenwesen, in sozialer Ordnung, natürlich, die Gott gegeben natürlich, ist. Würde ich auch sagen. Aber darf ich ganz kurz ein bisschen nicht Öl in den Wein oder ins Wasser gießen? Ich möchte nur, frag mich eine Frage. Sind wir nicht trotzdem im Moment in einer Zeit des Paradigmenwechsels aufgrund von Nachhaltigkeitsdebatten, aufgrund von Klimawandel, aufgrund von unglaublichen Effekten dieser weltweiten Entgrenzung und Mobilität, dass es eine Art Rückbesinnung gibt der Hyperregionalisierung, des kleinen Biotops mir anzugucken, es wirklich zu durchdringen und so weiter. Also gibt es nicht eine Gegenbewegung, die auch mit Was ist das gute Leben überschrieben wird, dass wir eigentlich zwei Strömungen der Demokratisierung, der Dehnung etc. und auf der anderen Seite eigentlich wieder so ein, nicht zu einem alten Heimatbegriff, sondern eher zu so einer neuen Entdeckung, die auch mit meinem Selbst und mit einer vielleicht Ruhe und einer Entschleunigung und so weiter einhergehen. Du guckst so kritisch. Ja,
bin nicht ganz sicher. Ja, ich bin da nicht ganz sicher. Also ich glaube, was uns dämmert, ist, dass wir einen Paradigmenwechsel brauchen. Also gerade wenn wir die ökologischen Probleme lösen wollen. Und ich glaube schon, dass wir auch erkannt haben, ich meine, das ist ja irgendwie, also meine These geht ja irgendwie so weiter, dass ich sage, die Moderne ist sozusagen strukturell gezwungen, indem wir von Wachstum abhängen sozusagen und die ganze ökonomische Logik und vielleicht auch die Logik des Wettbewerbs, die mit dem zusammenhängt, was du sagst, nämlich Demokratisierung. Ja, der Platz ist nicht mehr einfach gegeben in der Gesellschaft, sondern du erkämpfst ihn dir selber oder du findest ihn. Dadurch kommt eine Dynamisierung in die Welt. Ja? Nämlich und übrigens, ursprünglich war dann die Frage, was ist mein Platz in der Welt? Und wenn ich den mal gefunden habe, habe ich ihn. Das war die klassische Moderne. Mhm. Ja? Also ich mache eine Ausbildung und dann bin ich Bäcker oder Journalist oder was immer, ja, oder Journalistin. Mhm. Heute ist es so, dass du nie sicher sein kannst, wie lange das hält. Und deshalb würde ich sagen, das hängt mit diesem Steigerungsprogramm zusammen. Ja? Also wir sind strukturell sozusagen auf Steigerung hin angelegt und auch kulturell, weil wir denken, das gute Leben ist die Weltreichweitenvergrößerung. Und jetzt stellen wir fest, dieses Verfügbarmachen von Welt hat zwei schreckliche Nebenfolgen. Das eine ist, sie wird monströs unverfügbar in der Klimakatastrophe, in Covid zum Beispiel und jetzt auch im Krieg. Und übrigens auch schon im Finanzmarktcrash. Die Finanzmärkte sind nicht mehr kontrollierbar. Statt dass wir die Welt verfügbar gemacht haben, machen wir sie eher kaputt. Da dämmert uns, wir sollten vielleicht was ändern. Aber das ist noch keine neue Definition des guten Lebens. Und ich glaube, daran kämpfen wir gerade, dass diese Sache mit dem weniger ist mehr. Die Frage ist, was motiviert das? Glaube ich das wirklich, dass mein Leben dadurch besser wird, dass mein Horizont schrumpft? Ist ganz schön schwer. Und deshalb würde ich sagen, mit Harald Welzer, glaube ich, weniger ist weniger. Deshalb finde ich, wir sollten nicht... Deshalb habe ich auch nicht gesagt, die Lösung ist Verlangsamung statt Beschleunigung, sondern wir müssen aus dieser Art des Denkens, aus dieser Dimension des Denkens ausbrechen und eben darüber nachdenken, was sind denn eigentlich die Beziehungen, die unser Leben wirklich so machen, dass wir sagen würden, eigentlich, dass wir es als gut erfahren. Und so bin ich auf die Katze gekommen. Hast du noch einen Widerspruch? Ja, ich habe insofern noch einen Widerspruch, weil die Beschleunigung, die ist mir jetzt ein bisschen zu allgemein. Ich denke, wir haben bestimmte Bereiche, da müssen wir noch mal dramatisch beschleunigen. Also der Kampf gegen den Klimawandel, wenn wir den nicht beschleunigen, dann haben wir ihn verloren. Also jetzt zu sagen, wir müssen insgesamt zu einer neuen Form, die nicht Beschleunigung, aber auch jetzt nicht Stillstand ist, zu kommen. Ich würde sagen, wir brauchen in bestimmten Bereichen brauchen wir eine dramatische Beschleunigung. Wir brauchen auch einen bestimmten Bürokratieabbau. Wenn ich mir jetzt ein aktuelles Beispiel... Gott. Ne? Ja. Versuch mal in Berlin Geflüchtete zu registrieren. Genau. Ja. Da brauchen wir dramatische Beschleunigung. Da brauchen wir eine Digitalisierung, die wirklich greift und kein Faxgerät. Also insofern... verstehe ich nicht, dass diese Allgemeingültigkeit, die du da postulierst, woher die kommt. Ja. Warum unterscheidest du da nicht? Ich glaube, da können wir uns ganz schnell einigen. Weil also natürlich manchmal... Der Spruch aus dem Publikum, ja. Ihr dürft auch widersprechen, klar. Aber ich glaube, wir können uns einigen, weil es geht mir überhaupt nicht darum. Deshalb sage ich doch, ich bin gar nicht für Entschleunigung. Das sage ich ja immer. Also genau in solchen Sachen, wie du sie gerade erwähnt hast, wäre es totaler Quatsch, auf Entschleunigung zu setzen. Es geht mir überhaupt nicht um Entschleunigung. Nochmal, es geht mir nur um das, dass ich sage, wir haben ein strukturelles Problem. Und das bedeutet, wachsen, beschleunigen, innovieren, um das Bestehende zu erhalten. Verstehst du, wenn du sagst nämlich, was du gerade vorschlägst, ist Beschleunigung, um den Status quo zu verändern. Also zum Beispiel grüne Technologien, bin ich sofort bei dir. Aber das Problem ist, wenn zum Beispiel die Ampelkoalition sagt, wir brauchen Wachstum, dann meinen die sozusagen, um das Bestehende zu erhalten, damit die Arbeitsplätze nicht verloren gehen, damit die Firmen nicht verloren gehen, damit wir das Gesundheitswesen erhalten können, damit wir das Rentenwesen bezahlen können. Dafür brauchen wir Wachstum und zwar jedes Jahr mehr. Wir müssen, und ich meine, wirklich, an der Stelle kann ich gerade leidenschaftlich werden, wir sind ja Berlin. Ich meine, alle drei Ampelparteien sagen, es geht nicht ohne Wachstum. Und da frage ich die wirklich mal zurück, ja, worin wollt ihr genau wachsen? Ja, mehr Autos? Nee, um Gottes Willen, außer der FDP vielleicht. Dann würde ich sagen, okay, dann mehr Flugzeuge, das ist eine super Wachstumsbranche. Nee, auf gar keinen Fall. Okay, das nicht. Also dann vielleicht mehr Computer, mehr Smartphones, das ist totaler Quatsch, auch ökologisch übrigens. Mehr Häuser, auch scheiße. Mehr Nahrungsmittel, die sie bezahlen können, sind schon zu dick. Ich möchte echt mal wissen, wie man Wirtschaftswachstum hinkriegt, ohne... sozusagen Wirtschaftswachstum hinkriegt ohne schädliche Nebenfolgen. Also nochmal, ich bin nicht dagegen, da wo es nötig ist, zu innovieren, zu beschleunigen und zu wachsen. Aber dass man gezwungen ist, übrigens, ich meine, wisst ihr, wie das jetzt läuft ökonomisch?
Die machen die Obsolenz einfach komplett in die, das ist super einfach. Kannst du Obsolenz bitte ganz kurz übersetzen? Ja, ja, ich sag's gleich. Also das heißt, dass du gezwungen wirst, neue Geräte zu kaufen, obwohl die alten noch super funktionieren. Das geht jetzt, ich meine wirklich, wisst ihr, das geht jetzt folgendermaßen. Alle Geräte werden mit dem, zum Beispiel, ich hab's gerade mit meinem Verstärker, ich bin totaler Musik-Junkie, ja, hab so einen Verstärker zu Hause, der natürlich mit dem Internet verbunden ist und leider wird er nicht mehr upgedatet. Ne? Und dann sagt dir jeder, ist ein totales Sicherheitsrisiko. Ja? Wenn keine Software-Updates mehr da sind, dann kann da die Hacker in deine Wohnung kommen. Deshalb muss ich jetzt einen neuen Verstärker kaufen, obwohl der alte noch perfekt funktioniert. Das wie mit der Glühbirne. Und so kommt es dann mit dem Kühlschrank und mit dem Staubsauger und mit allem anderen. Ja. Auf diese Weise sozusagen müssen wir permanent wachsen, beschleunigen, innovieren, nur um das Bestehende zu halten. Und das ist pervers. Okay, also bitte. Ja, aber da sind wir genau an dem Punkt. Also wir brauchen Wachstum an erneuerbaren Energien. Wir brauchen mehr Windanlagen, wir brauchen mehr Photovoltaik, ja. Wir brauchen mehr vernünftige Speicher, wir brauchen mehr Software, die das Ganze miteinander verknüpft. Da sind wir uns einig. Ja. Gut, also da brauchen wir Wachstum. Bei der Software bin ich mir schon nicht mehr so sicher, aber gut, ja. Ja, ja, ja. Wie soll es sonst funktionieren? In dieser Branche brauchen wir es. Ja, genau. Ja. Und in anderen brauchen wir es nicht. Das heißt, aber jede einzelne Industrie muss wachsen. Ich meine, warum Apple muss nächstes Jahr ein neues iPhone-Modell auf den Markt bringen, obwohl keine Sau ein neues Modell braucht? Darf ich mal ganz kurz reingehen? Ich würde ganz kurz beim Wachstumsbegriff gerne bleiben und einen anderen Begriff von dir mit reinschmeißen. Die Weltbeziehung. Du redest ja von Weltbeziehung, von diesem Resonanzraum. Geht es in deinem Konzept sehr stark darum, dass das Wachstum, das für dich das tragfähigste und das Beste ist, eigentlich diese relationale Weltenbeziehung, die wir zur Welt und zu anderen Energien, Subjekten, was auch immer haben, Dingen haben, dass wir die vertiefen und verstärken? Ja. Und das ist das Wachstum, das dir am wichtigsten ist, damit wir andere Entscheidungen treffen im Sinne von mehr Nachhaltigkeit, von einem globalen Weltverständnis für auch den globalen Süden etc. pp. Von Ukraine bis sonst wo. Also ich meine, tatsächlich ist es so, dass zuerst, die Frage ist wirklich, die mich interessiert und vor der ich glaube, letzten Endes steht die hinter allem. Ich glaube, die steht wirklich auch hinter Ökonomen und hinter Politikerinnen und wer immer das sein mag. Nämlich, was macht ein Leben zu einem guten Leben? Und ich meine, Ökonomen haben zunächst mal, oder wir haben zunächst mal einfach das am wirtschaftlichen Wachstum, den Wohlstand gemessen. Ja, je mehr Wirtschaft des Bruttosozialproduktes, umso besser geht es den Menschen. Dann sind wir davon abgekommen. Und inzwischen gibt es ja sozusagen ausgeklügelte Formen, Wohlstand oder Wohlbefinden zu berechnen, ohne es jetzt direkt am ökonomischen, am Sozialprodukt festzumachen, am Bruttosozialprodukt. Aber auch da stelle ich fest, gibt es immer, das ist eine Ressourcenorientierung. Die messen jetzt, wie gesund sind die Leute, ja, wie gebildet sind die Leute, wie viele Optionen haben die Leute. Und das nenne ich eine Ressourcenfixierung. Und meine Vermutung war wirklich zu sagen, ich kann ganz viele Ressourcen haben. Ja, ich kann super reich sein, Milliardär von mir aus, so wie Musk. Ich kann also alle Optionen der Welt und auch super gebildet und ich kann mich trotzdem umbringen, weil mein Leben schlecht ist. Ja, und umgekehrt, ich kann ziemlich arm sein und trotzdem ein gelingendes Leben haben. Deshalb glaube ich, wir müssen noch mal darüber nachdenken, was macht denn das Leben zu einem guten Leben? Und da ist meine Antwort darauf, das hängt an der Form und der Qualität der Beziehungen, die ich zu Menschen habe, zu den Dingen habe, zu mir selbst habe, zur umgebenden Natur habe, zum Haus habe. Und natürlich spielen soziale Verhältnisse dabei eine Rolle. Wenn ich unterdrückt werde, gequält, weil ich nicht so lieben darf, wie ich will oder nicht so glauben darf, wie ich will oder politisch nicht beteiligt werde an der gesellschaftlichen Gestaltung, dann lebe ich wahrscheinlich ziemlich resonanzfrei. Aber tatsächlich, es geht mir nicht. Und ich weiß gar nicht, ob ich das Wachstum nennen sollte. Also du könntest sagen, es geht also um Wachstum an Resonanzmöglichkeiten. Aber ich will auch noch vom Möglichkeitsbegriff weg. Es geht nicht darum, dass ich Milliarden von Resonanzmöglichkeiten habe, sondern dass ich in Resonanz mit der Welt lebe. Und das würde ich eher Vertiefung als oder von mir als Verbesserung nennen. Mhm. Ich möchte gleich noch einen anderen Begriff aufmachen und da tiefer reingehen. Ich möchte euch animieren, euch mit Fragen zu wappnen, wenn ihr möchtet. Ihr könnt das tun über Mentimeter, über menti.com später, dass wir Fragen an euch stellen und dann sind wir auf eure Antworten oder eure Impulse gespannt. Aber ihr könnt auch jederzeit, wenn ihr auf YouTube angemeldet seid, könnt ihr eure Fragen auf dem YouTube-Channel bei uns reinlöten, in Anführungsstrichen. Und da freue ich mich sehr, sie nachher aufzunehmen. Nochmal bei der Mobilität im engeren Sinne geblieben. Vielen Dank. Da ist der Code, wo ihr euch auf Menti nachher dazuschalten könnt mit unseren Fragen an euch. Nochmal zur Mobilität im engeren Sinne. Findest du, und jetzt komme ich auch auf die momentane Kriegssituation zu sprechen, weil von der kommen wir im Moment ja in der Wahrnehmung auch überhaupt nicht weg. Ist das Prinzip der Grenze, überhaupt der Grenzziehung, und das auch vielleicht zu dir wert nochmal, Grenzen als Gedanke, Grenzen als Nationengrenzen, Grenzen, ist das noch zeitgemäß? Wie denkst du über Grenzen nach?
Also tatsächlich sind Grenzen sind jetzt nicht per se ein Zentralbegriff meines Nachdenkens. Deshalb erwischte mich ein bisschen auf den falschen Fuß. Aber ich würde unbedingt gegenfragen, welche Art von Grenzen. Ich glaube, dass wir die schon unterscheiden müssen, weil nämlich möglicherweise würden wir uns da sogar treffen. Natürlich sollte es zum Beispiel Grenzen geben im Energieverbrauch und auch in diesem Bestreben, immer mehr zu mobilisieren und auszudehnen. Übrigens, es gibt ganz einfache Sachen. Das ist wirklich ganz spannend. Also man kann das im Kleinen beobachten, es gibt auch empirische Forschung dazu. Also wenn du zwischen 5 Tafeln Schokolade auswählen darfst, ja, dann ist das Auswählen toll. Wenn du zwischen 500 Tafeln auswählen darfst, dann bringt das nichts mehr. Ja, dann hast du eher das Gefühl, scheiße, ich habe bestimmt nicht die beste erwischt. Ich habe das übrigens bei mir festgestellt. Ich habe vor meinem Bett, ehrlich gesagt, immer 20, 30, 40, sie ziemlich unordentlich aus CDs liegen. Ja, und ich freue mich jeden Abend, oh, die habe ich noch nicht gehört und jene und so. Und wenn ich das umstelle und dann habe ich 70 Millionen Spotify-Titel, habe ich überhaupt keine Lust mehr, gehe ich gar nicht mehr rein. Also da würde ich sagen, es gibt offensichtlich nicht nur Grenzen dessen, was wir ökologisch sollten oder technisch können, sondern sogar dessen, was psychologisch für uns gut ist. Aber die Tatsache, dass ich da schon dafür bin, vielleicht auch gewisse Grenzen, nämlich des Verfügbaren anzuerkennen. Ich muss auch wieder sofort an den Unverfügbarkeit. Da bin ich absolut, ja. Also ich glaube, genau. Es muss Grenzen der Verfügbarkeit geben, unbedingt. Wenn ich unbegrenzte Verfügbarkeit habe, bin ich tot oder ist die Welt tot. Aber das heißt nicht, dass ich für Nationalstaatsgrenzen bin. Da bin ich eigentlich ziemlich dagegen. Also ich träume unbedingt von einer Welt, die diese Grenzen überwindet. Pferd, was geht in deinem Kopf vor, wenn du über Grenze nachdenkst und Unverfügbarkeit und so weiter? Naja, mir kommt dieses Beispiel mit den CDs oder mit den 500 Schokoladen. Wenn wir jetzt in Mobilität noch mal im engeren Sinne sehen, Alltagsmobilität, wie wir uns im Alltag bewegen, ist gerade frei von Entscheidungen. Das sind Routineverhalten. Da hat man irgendwann mal sozusagen sich entschlossen, mit dem Auto zu fahren oder man hat eine Buslinie, die man immer nimmt oder sonst was. Man denkt nicht drüber nach. Das ist sozusagen genau das Umgekehrte von dieser Auswahlmöglichkeit der Unbegrenzten. Und das ist ein Problem. Das ist ein Riesenproblem, weil viele Leute, die Auto fahren, haben im Prinzip zum Beispiel Alternativen, kommen aber gar nicht drauf, weil das so routinemäßiges Verhalten ist. So habe ich immer so. Die fahren sogar dann die Strecke, wenn es mittlerweile vom Wegenetz her eine bessere gibt, weil man routinemäßig immer die gefahren ist. Also das ist in gewisser Weise ist die Einschränkung von bewusster Auswahl verkehrspolitisch ein Riesenproblem. Ja, das ist ein interessantes Beispiel. Da müsste ich jetzt direkt ein Seminar drüber machen, um genauer drüber nachzudenken. Weil ich nämlich sagen würde, weil du denkst jetzt irgendwie, ja, das Problem ist eigentlich, dass die Leute nicht genug wählen, ja, nicht reflektiert genug sind. Genau, in dem Fall ja. Ich verstehe, aber ich hätte es ehrlich gesagt von der anderen Seite her aufgezäumt. Ich hätte gesagt, ja, das weist darauf hin, dass wir andere Wesen sind, als wir denken. Also ich finde, wir konzeptualisieren auch politisch die Menschen immer wie im Supermarkt. Ja, du entscheidest, welches Produkt du wählst. Aber de facto zeigt dein Beispiel, so sind Menschen gar nicht. Ja, der Grund, warum sie mit dem Auto fahren, wenn sie im Auto fahren, was jetzt besonders schädlich wäre, ja, ist, weil sie da eine Art, geradezu eine Resonanzbeziehung, weil das ihre gewohnte Welt ist. Das ist die Art und Weise, wie sie Welt erschließen, wie sie Welt wahrnehmen, wie sie sich in dieser Welt bewegen. Und sie stehen eben am Morgen nicht wie vor dem Supermarkt, welches Verkehrsmittel wähle ich denn mal heute? Genau. Also ich meine, sobald man damit anfängt, steht man sogar wirklich fest, dann werde ich vielleicht ökologisch vernünftiger und politisch zurechnungsfähiger. Aber darf ich da eine Rückfrage stellen? Aber mein Leben wird nicht besser. Ja. Darf ich da eine Rückfrage stellen? Wenn ich das jetzt wieder als einen Resonanzraum meiner selbst begreife, diese Muster, die ich habe, dann ist es doch Wahnsinn, weil ich da, wie du es eben im Auto beschrieben hast, dass man da gar nicht entscheidet und wählt, sondern sozusagen, das ist das mir Angestammte, das ist mir vertraut und so weiter. Dann ist es deswegen so wahnsinnig schwierig, Muster zu brechen und uns zu anderem Verhalten zu animieren? Oder warum ist es so schwierig? Nur ein Beispiel. Ich kenne eine Menge Menschen, die unglaublich grün denken und unglaublich viel über Nachhaltigkeit schwadronieren, die aber gerne ins Flugzeug steigen und eine Menge andere Dinge tun, die sozusagen in kognitiver Dissonanz zu ihrer Überzeugung stehen, über die sie sprechen. Wie können wir diese Dissonanz, wie lässt sich das auflösen, weil es 11:55 ist? Ich frage dich, ist ein bisschen komisch, ich frage jetzt einen Soziologen, du bist ja eigentlich nur Beobachter, du sollst ja keine Antworten geben. So stimmt. Findest du die Fragen unzulässig? Nein, ich finde die Frage unbedingt zulässig, weil das ist ja auch wahnsinnig spannend. Eigentlich habe ich gerade versucht, darüber zu schreiben, nämlich genau darüber. Also ist ja in der Umweltforschung und Umweltsoziologie lange bekannt, dieser wahnsinnige Graben zwischen Umweltbewusstsein und dem entsprechenden Handeln. Ja, du siehst sogar, also das treibt einen in den Wahnsinn, weil du findest sozusagen fast eine Korrelation, die dich auf die Idee bringt, es gibt einen Kausalzusammenhang. Also je stärker das Umweltbewusstsein ausgeprägt ist, umso größer der ökologische Fußabdruck, also umso schädlicher die Verhaltensweisen. Ja. Natürlich ist es nicht, dass das eine das andere verursacht, aber das Problem ist, dass offensichtlich das Bewusstsein fast keinen Einfluss auf die Handlungsweisen hat. Also nicht gar keinen, aber ziemlich kleinen. Und ich habe festgestellt, es ist nicht nur da so. Es gibt zum Beispiel Paarforschung,
wo sehr viele Paare sagen, sie wollen demokratisch die Arbeit teilen und das aushandeln. Ja? Also wer zum Beispiel in Elternzeit geht oder auch sogar wer den Müll wegbringt und wer einkauft und so. Und je länger die verheiratet sind, umso mehr gehen sie in traditionelle Muster zurück. Und übrigens auch jedes Jahr schwören wir, nächstes Jahr lassen wir es langsamer angehen und die Folge ist, wir lassen es schneller angehen. Und jeder sagt, ich bin für mehr soziale Gerechtigkeit in der Welt. Diese große Ungleichheit ist scheiße. Das sagt man so lange, bis man zu seinen eigenen Lohnverhandlungen kommt. Und dann hat man wieder also glaube ich, die Handlungsmuster haben sich quasi verselbstständigt gegenüber unseren Wertvorstellungen. Ja, aber da liegt schon ein Problem drin. Ich würde sagen, in unserem normalen Alltagshandeln, das folgt weder unseren Wertvorstellungen noch unseren Resonanzvorstellungen, sondern diesen Steigerungszwängen. Ich meine, du hast überall Parameter, die du versuchen musst zu steigern. Also wir müssen immer schneller rennen, um unseren Platz zu halten, behaupte ich. Wir sind in ein Aggressionsverhältnis zur Welt gezwungen, das unser Alltagshandeln dominiert. Und da liegt das Problem drin. Also im Verkehrsverhalten, da kann ich mich ein bisschen aus, da ist es relativ simpel. Da ist jetzt nicht so sehr das Problem die kognitive Dissonanz zwischen grünem Bewusstsein und Fliegen, sondern da ist der engste Zusammenhang zwischen verfügbaren Einkommen und CO2-Abdruck im Verkehr. Je mehr Leute verdienen, desto höher ist der CO2-Abdruck im Verkehr. Das heißt, je dickere Autos fahren sie, desto mehr fliegen sie. Je mehr Geld sie haben, oder? Umso. Ja, also das ist relativ simpel. Also verfügbares Einkommen und CO2-Abdruck im Verkehr ist eine ganz starke Relation. Ja, aber das ist Weltreichweite. Das ist wirklich so. Das sage ich immer, du hast eine doppelte Weltreichweite. Das eine ist, dein Konto gibt dir an, wie weit du kommst und das setzt du dann um. Du fliegst weit, du fährst viel, du machst Kreuzfahrten, was weiß ich, was noch alles. Ja, klar, aber das hat nicht so viel mit Bewusstsein oder mit irgendeinem Gap zu tun, sondern da gibt es eine ganz. Ja, gut. Also in dem Fall gibt es eine ganz klare Korrelation. Das ist auch bei den anderen Sachen so. Also ich meine, aber der Witz ist, die bauen dann ein Haus. Also wer baut denn ein Haus? Nicht die armen Menschen irgendeiner Art, sondern die Reichen. Und die bauen aber dann ein Ökohaus und sagen, ja, ich bin ja wahnsinnig umweltbewusst. Ja. Aber das reine Tatsache des Bauens, des Flächenverbrauchs, der damit entstehenden Energiekosten, sind halt gewaltig. Ja. Oh, das ist toll. Meine beiden Gehirnhälften sind voll in Schwingung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber das ist eine Menge auf dem Tisch. Und jetzt legen wir noch ein bisschen was auf den Tisch. Aber damit wir euch unterdessen nicht verlieren in euren Informationsbedürfnis. Wir haben eine schöne Frage. Deswegen mache ich da vielen Dank. Jetzt erstmal kurz einen Gedankenstrich. Lasst mich netterweise noch mal, geht mal ein bisschen runter, wenn ihr so lieb seid. Nee, andersrum, in die andere Richtung, von oben. Genau. Ich möchte vorne noch mal anfangen. Wir wollen dies alle mitnehmen, ist so ein blöder Begriff. Aber wir gehen noch mal zum Anfang zurück. Kurze Antworten bitte, wenn es irgendwie möglich ist. Wie genau definiert man in deiner Theorie Resonanz? Also Resonanz ist nicht ein subjektiver Glückszustand, sondern eine Form der Beziehung. Zum Beispiel in so einem Gespräch kann man das schön deutlich machen. Diese Form des In-Beziehung-Tretens, man kann zu Menschen in Beziehung treten, zu Dingen, zur Natur, zu sich selber übrigens, zum eigenen Körper, zu der Psyche. Und wenn ich damit in Resonanz bin, dann sind vier Kriterien erfüllt. Das erste ist das der Affizierung oder der Berührung. Ja, zum Beispiel etwas, was du sagst oder was Wert sagt, berührt mich. Ich habe das Gefühl, also emotional, Affizierung, Affekt, emotionale. Ja, genau. Also nicht so, ich sitze da und denke, oh, ist das ein Scheiß, ja, dann bin ich nicht in Resonanz. Ja. Aber dem Moment das Gefühl, aber das ist spannend, ist Resonanz. Ja. Ich höre eine Musik, ich sehe ein Bild, ich begegne einen Menschen, der berührt mich. Nummer eins. Nummer zwei, ich antworte darauf. Das sieht man übrigens tatsächlich an den Augen und man sieht es auch am Körper. Na, in dem Moment, wo einer was sagt, dann man geht dem entgegen. Ja, also Nummer zwei ist Selbstwirksamkeit oder ich nenne es Emotion, weil das von Emo wäre, also nach außen bewegen. Ich gehe dem entgegen. Ne? Ich mache was damit. Ich arbeite mit dem Gedanken. Er berührt mich nicht bloß, sondern ich bearbeite ihn. Also das zweite Moment ist, ich mache was damit. Und das ist übrigens der Moment, wo ich mich lebendig fühle. Wenn genau das in Schwingung kommt, das ist wirklich eine Art von, ich überlege, ob ich dafür einen Energiebegriff brauche. Also etwas kommt in Wechselwirkung. Ne? Ich mache was für fühle mich selbstwirksam und es bedeutet mir was. Und wenn das stattfindet, das dritte Moment von Resonanz ist Transformation, dann bleibe ich nicht derselbe. Ja, selbst bei der Katze ist übrigens auch so. Ja, also die Katze, ja, also ich meine, sie kommt auf mich zu. Das ist sozusagen das erste Moment und das freut mich und dann streichle ich sie, ich gebe ihr was, wie auch immer. Ja, vielleicht haben wir deswegen 33 Millionen Haustiere in Deutschland. Ja, natürlich. Deshalb, ich meine, es ist doch interessant, wie wir unser ganzes Dilemma siehst du am Umgang mit Tieren. Ja, es gibt zwei Formen. Das eine sind die Haustiere, reine Resonanzwesen, die haben überhaupt keinen anderen Nutzen. Ne? Aber wir geben mehr Geld für die aus, als für arme Menschen, für Obdachlose oder Geflüchtete. Das muss man sich wirklich mal deutlich machen. Ne? Und dann haben wir die Nutztiere, die haben überhaupt keinen Resonanzwert für uns. Ja, die nutzen wir, die missbrauchen wir und misshandeln wir aufs Schlimmste. Ja, und genau diese Spaltung will ich irgendwie überwinden eigentlich. Also das dritte Moment ist da, wo ich in Resonanz trete, zum Beispiel wie
wir im Gespräch, da verwandeln wir uns, da fangen wir an, neu zu denken. Wir sind auch, kommen auch in eine andere Stimmungslage, also Transformation ist das dritte Moment. Und das vierte ist eben Unverfügbarkeit. Du kannst es nicht herstellen an so einem Abend wie der hier. Vielleicht entsteht Resonanz und sie finden, das ist wirklich interessant. Ne? Wenn das Licht nicht so direkt in den Augen wäre, würdest du das sehen. Ja? Ob die Leute entfremdet da sitzen, Gott, ist das ein Scheiß, wie bin ich bloß hierher gekommen? Das passiert. Ja. Aber wenn es zu Resonanz kommt und man merkt, da passiert was, ja, dann kann keiner vorhersagen, wann es passiert und noch viel weniger, was dabei rauskommt. Ja, ob da ein Gedanke entsteht. Hannah Arendt nennt es Natalität im Diskurs zwischen uns. Natalität im Sinne von geboren. Ja, da wird was Neues wird geboren. Wird was geboren. Mhm. Und, wenn man so mit etwas in Kontakt ist, mit einer Landschaft, mit einem Buch, das man liest, mit der Musik, die man hört, mit dem Mensch, dem man begegnet, dann ist es Resonanz. Und ich glaube, danach sehen wir uns, da fühlen wir uns lebendig und wir denken, wir kriegen mehr Resonanz. Die Werbung lebt immer davon, dass sie uns sozusagen Resonanzversprechen macht. Ja, kauf dieses Auto und du hast eine neue Weltbeziehung. Kauf dieses Deo und du hast neue Freunde. Ich weiß nicht, was noch. Kauf dir eine Kreuzfahrt und du hast ein Naturerlebnis. Da ist immer ein Resonanzversprechen im Spiel, aber das wird in Objektbegehren übersetzt. Dann kaufst du das Objekt statt die Resonanz. Sitzt du eigentlich immer auf der Stuhlkante? Nee. Innerlich, wenn du sprichst? Nee, nur nee, ich finde es total faszinierend, dir zuzuhören. Weil rein energetisch habe ich das Gefühl, du bist total in Resonanz. Nein, du bist total in Resonanz mit dem, worüber du sprichst. Ja, das glaube ich, das stimmt wahrscheinlich, weil mir das was bedeutet. Ja, vielleicht. Ich habe da nochmal nachhakt. Hat das nicht auch eine normative Seite? Also, weil in diesem Streitgespräch mit Andreas Reckwitz kommt ja dieses Thema auf, ist dieses, was entstanden ist, nicht weit von hier. Im Sportpalast, bei der berühmten Rede von Goebbels und den Leuten, die da saßen, ist das Resonanz, was da entstanden ist? Ach, ganz schwierige Frage. Brauche ich jetzt eine Stunde? Kriege ich die? Kannst du es kürzer? Ja, ich mache es ganz kurz. Also, doch, ich glaube, es geht kurz. Also, erstmal würde ich sagen, Resonanz ist so ähnlich. Übrigens, also, ich meine, mein Lehrer, mein Doktorvater war Axel Hornet, der hat über Anerkennung geschrieben. Ja? Und das ist so ein ähnlicher Begriff, weil nämlich er sagt, wir Menschen suchen, wir wollen anerkannt werden, also wertgeschätzt zum Beispiel, auch geliebt werden. Ja? Das ist nicht genau das Gleiche, aber er sagt, wir brauchen das beides. Und das ist ja nicht seine normative Idee, ich will, dass es so ist oder es soll so sein, sondern sagt, so ist es. Menschen suchen nach Anerkennung. Und weil das so ist, also sozusagen folgen daraus aber bestimmte Weisen, wie wir mit Menschen umgehen sollen. Und so ähnlich will ich das mit dem Resonanzbegriff auch machen. Erstmal ist er deskriptiv. Menschen streben nach Resonanz. Sie suchen Resonanz. Ich glaube, das liegt sogar unserer Weltreichweitenvergrößerung zugrunde, dass wir denken, ich möchte mal auf die Seychellen fahren. Vielleicht ist das die Landschaft, mit der ich in Resonanz komme. Oder ich möchte 80 Millionen Musiktitel, weil vielleicht finde ich dann die Musik, die zu mir spricht. Ich glaube wirklich, das ist deskriptiv. Menschen suchen Resonanz. Das ist die erste Aussage. Die zweite ist, Menschen haben das Gefühl, dass ihr Leben gelingt. Sie sind zufrieden, könnte man sogar sagen, da, wo sie Resonanzerfahrungen haben. Und sie sind todunglücklich, nämlich entfremdet oder depressiv oder im Burnout, wo die Welt ganz resonanzfrei wird. Ja, wenn man das Gefühl hat, ich acker mich ab und es kommt nichts zurück. Das ist deskriptiv. Ich beschreibe die Welt. Und jetzt allerdings, ich wende es dann ein bisschen normativ, dass ich sage, eine Gesellschaft, die Resonanzverhältnisse ermöglicht, ist die gute Gesellschaft und nicht die, die Wachstum realisiert. Und jetzt ist natürlich deine Frage ganz wichtig. Ja, und was war mit den Nazis? Waren das nicht Resonanzweltmeister? Ja, mit Fackeln, mit Fahnen, mit Liedern und so haben die Resonanz. Diese Frage hat mich tatsächlich für ein Jahr oder so von meiner Theorie abgehalten, bis ich dachte, dass ich die lösen kann. Weil es keine Resonanz ist. Also ich glaube, dass solche Bewegungen erfolgreich sind, wird schon getrieben von einem Resonanzverlangen, ja, eine Resonanzsphäre zu sein. Mhm. Aber was dabei rauskommt, ist der Resonanztod. Weil Resonanz bedeutet, wie ich es mit der Katze gesagt habe, ja, diese Katze entzieht sich auch. Ja, sie ist eigensinnig. Sie kommt mal und sie kommt nicht. Und das heißt, Resonanz geht nur mit etwas, was ich als anderes wahrnehme, als eigenständiges, unabhängiges, souveränes, anderes, das auch anders bleibt. Und was wollten die Nazis? Alles, was anders ist, ausmerzen. Ja, die Slawen, die Juden, die Zigeuner, einfach alle, ja, die Schwulen, die Behinderten, die mussten alle weg, bis nur noch diese eine reine Stimme hörbar ist, die nämlich die Stimme des Führers ist. Ich meine, wenn du nur noch eine Stimme hörst, bist du nicht mit einem anderen in Resonanz. Du hörst auch deine eigene Stimme nicht mehr. Und das Ergebnis war eine super repulsive Weltbeziehung, nicht resonant. Was hat Goebbels gesagt in dem Sportpalast? Wir müssen mit mitleidloser Härte alles ausrotten, was nicht so ist wie wir. Das ist das Gegenteil von Resonanz. Wir erleben, entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee, ich war nicht resonant. Ich war fertig. Sei bitte. Nee, ich war zu früh drin.
Wir erleben ja gerade, wenn wir Putin zuhören und so weiter, ja, da gibt es ja ähnliche Phänomene. Ich will das jetzt ja nicht ganz, ich will das jetzt nicht billig vergleichen, aber im Sinne der Nicht-Resonanzfrage, die da vielleicht gestellt wird. Ich möchte aber eine andere Frage, ich will das jetzt nicht vertiefen, finde es total spannend, was du geantwortet hast. Ich möchte aber eine andere Frage, die von euch kommt, stellen. Sind wir in den Diskursen sehr eurozentrisch? Also wir haben vorhin mehr Geld, mehr Flug und so weiter. Also wir haben ja sehr viele Beispiele auch, die 18 Millionen Spotify-Titel und so weiter. Ich sage nicht, dass es das in anderen Flecken der Welt nicht gibt, aber gucken wir sehr eurozentrisch in den Erklärungsmustern, die wir uns selber geben? Wo wolltest du? Also, nee, wolltest du? Ja, ich will immer. Also ich finde schon, dass das ein Problem ist, aber ich möchte mich, dazu gibt es eigentlich ganz viel zu sagen. Also erstmal würde ich sagen, auf jeden Fall ist diese Idee, diese Form dynamischer Stabilisierung, dass du ein gegebenes Sozialgefüge nur durch permanente Steigerung erhalten kannst, ja, auf europäisch, vielleicht nordatlantischem Boden entstanden. Das würde ich schon sagen. Ja. Ich glaube, dass das, was Max Weber Moderne nennt oder andere auch, übrigens, egal ob man das mit Weber, Marx, Simmel oder sonst wie beschreibt, diese Form auch der Weltreichweitenvergrößerung ist erstmal von Europa ausgegangen, hat dann zu brutalem Unrecht geführt. Ja, die ganze, ich glaube schon, der Kolonialismus, der Imperialismus waren getrieben von dem Versuch, sich weltverfügbar zu machen. Das heißt, immer erst sichtbar machen, dann hinfahren, ne, wie die ganzen seit Kolumbus und den anderen, dann aber auch unter Kontrolle bringen und nutzbar machen. Ne. Deshalb würde ich sagen, das ist ein Programm, was sich sozusagen weltumspannend ausgedehnt hat, mit brutalem Unrecht verbunden. Heute ist aber so, wenn du China anschaust, die haben das gleiche Logik der dynamischen Stabilisierung, auch Indien, auch Lateinamerika. Ja, allerdings würde ich sagen, was du da auch findest, sind andere Formen und das Resonanzverlangen, glaube ich, ist, oder dass Resonanzbeziehungen nötig sind, um überhaupt ein Mensch zu werden, ist, glaube ich, universal. Aber wie das gelebt wird, ist kulturell höchst unterschiedlich. Ja. Mhm. Es gibt keine Kultur, ich glaube, wogegen ich mich unbedingt wehren würde, ist zu sagen, Resonanz ist ein Luxusproblem. Ja. Das tritt auf, wenn du genug von allem hast. Das, glaube ich, ist das Fälscheste, was man denken kann. Ja. Menschen sind immer auf Resonanz angewiesen. Das sagen einem übrigens gerade auch Homeless People oder so etwas. Mhm. Das Schlimmste ist dieser Verlust an Resonanzbeziehungen. Ich glaube sogar, Essen und Trinken ist eine basale Form von in Resonanz treten miteinander. Aber die Art mit der Natur, mit der Gemeinschaft, mit dem Fluss, mit allem Möglichen in Resonanz zu treten, da haben wir in anderen Kulturen sehr viel zu lernen. Und ich glaube, zu lernen. Also und wir ich, von anderen Kulturen. So. Wir von den anderen. Wir von anderen. Und ich will wirklich eigentlich, ich will weg, ich glaube, Teil unseres Problems liegt schon in unserer Sprache, dass wir uns nur als Subjekt oder Objekt eines Geschehens auffahren können. Entweder ich werfe oder ich werfe geworden. Entweder ich werfe oder ich werde geworfen. Und ich suche deshalb sozusagen nach Beschreibungen des In-der-Welt-Seins, die das überwinden, die das von einem, weil unser glücklichster Zustand ist, wo du nicht mehr, zum Beispiel selbst wenn ich mit der Katze spiele, ja, einmal könnte man sagen, also wenn ich der Täter bin, versuche ich die Katze zu was zu bringen. Ja, manchmal versucht sie aber auch mich was zu bringen, damit ich das Opfer. Aber die glücklichste Interaktion ist die, wo wir miteinander so interagieren, dass ich nicht mehr sagen kann, ob jetzt ich bestimme oder ob ich bestimmt werde, weil es ist genau dazwischen. Ist wie beim Tanzen. Mal führe ich, dann bin ich der Täter. Mal führst du, dann bin ich der Geführte. Mhm. Aber der Tanz gelingt genau da, wo man nicht mehr sagen kann, ob ich aktiv oder passiv bin. Und für solche Konzeptionen haben andere Kulturen viel, viel mehr anzubieten. Deshalb werde ich gerne raus aus dem Ethnozentrischen. Du hast in einem Podcast mit Hotel Matze hast du was Tolles gesagt, ein Verb. Das ist mir so in mir resoniert. Das Verb, angefragt zu werden. Mhm. Also dass Menschen kannst du das noch mal ganz kurz erklären? Und dann will ich die nächste Frage aufnehmen und dich was fragen. Also, was heißt das? Also ich habe da tatsächlich verschiedene Begriffe, die mit an beginnen. Erstmal würde ich sagen, angerufen werden. Ja, also ach, meine ich ja. Ich habe es falsch zitiert. Genau, angerufen, nicht angefragt. Ich habe jetzt krampfhaft überlegt, was habe ich damit angefragt gemeint. Desinformation, ja. Andrea Thilo. Du hast völlig recht. Angerufen, nicht angefragt. Na, ich glaube, das grundsätzlich für mich beginnt, und das ist wirklich ganz wichtig, also ich hoffe, damit kann man vielleicht einen Beitrag leisten zu den Themen, die uns hier beschäftigen. Also, dass für mich Resonanz eigentlich nicht damit beginnt, dass ich etwas mache. Unsere ganzen, auch die Glücksratgeber und diese Life-Coaches, die sagen immer, du musst etwas tun. Ja? Du musst eben, ich weiß nicht was, vor allen Dingen, du musst achtsamer sein, ja? Zum Beispiel. Ja? Du musst kreativer sein. Du musst einfach ein bisschen authentischer sein. Immer muss ich etwas tun. Und in Wahrheit, glaube ich, das Glück beginnt damit, nicht, dass ich etwas tue, sondern dass ich aufhöre eigentlich. Ja? Mal für einen Moment nicht, ich muss das tun, jenes tun, in der To-Do-Liste beschäftigt bin, sondern mich anrufen lasse. Plötzlich stelle ich fest, da ist jemand, der mir was zu sagen hat, was sagen will, mit dem ich in Beziehung treten kann. Ich glaube, so beginnt alles, was glücklich macht, was eine erfüllte Beziehung ist.
Vom Anrufen oder angerufen werden zur Frage der Eigenverantwortung. Auch eine Frage von euch. Nochmal, wir haben es vorhin schon gestreift und das ist eine Frage an euch beide. Eigenverantwortung versus politische Verantwortung der Regierung. Sollten Einzelpersonen eigenverantwortlich verzichten, während Firmen und Konzerte unglaubliche Mengen an, und jetzt geht's runter, ich kann das nicht zu Ende lesen, aber nochmal zur Frage, während Firmen und Konzerne unglaubliche Mengen an natürlichen Ressourcen verbrauchen. Du hast ja vorhin schon von Grenzen und so weiter, wir hatten das kurz touchiert. Nochmal die Frage der Eigenverantwortung versus politische Rahmen Versetzung, um uns den drängenden Herausforderungen wirklich zu stellen. Wie ist da deine Antwort? Vielleicht aufsetzen auf dem, was wir vorhin schon diskutiert haben, und dann du, Wert. Ja, oder willst du zuerst? Ja. Auch aus MobilitätsforscherInnensicht. Also natürlich gibt es eine Eigenverantwortung. Und ich finde es eigen und verantwortlich, sich ohne Not einen SUV zu kaufen. So, das ist schon eine gewisse Form von Eigenverantwortung. Aber andererseits ist es natürlich möglich, einfach so einen SUV zu kaufen, weil wir kollektiv beschlossen haben, SUVs zuzulassen. Also insofern ist das nicht entweder oder, sondern es gibt natürlich eine Eigenverantwortung. Es gibt aber auch eine, wo wir uns kollektiv darüber klar sein müssen und das erstreiten müssen, wo sind die Grenzen. Und die müssen wir dann festlegen. Und die ist am Beispiel SUV meiner Ansicht nach, ich kämpfe zumindest dafür, bisher nicht besonders erfolgreich, dass es sowas wie eine Obergrenze gibt bei dem Gewicht von Fahrzeugen. Das wäre zum Beispiel so etwas. Ne? Oder eine Obergrenze beim Verbrauch von Energie von Fahrzeugen. Mhm. Und da kann ich mich jetzt nicht rausreden, das ist doch letztlich die Eigenverantwortung. Und wenn jemand das nicht will, dann soll das eben nicht tun. Sondern natürlich jeder ist einzeln gefordert, aber wir brauchen da aber kollektiv festgelegte Grenzen. Gut, und da wäre nämlich die nächste Frage, die aus dem Chat kommt, wo jemand fragt, wer legt eigentlich die Grenzen fest oder wer legt die Werte oder wer legt genau fest, bis wo, bis hierhin und nicht weiter. Aber da erstmal deine Antwort. Nein. Also ich glaube, das können wir nur demokratisch tun. Also es kann nicht einer geben, der diese Grenzen festlegt. Ich glaube, meine Hoffnung wäre, dass Demokratie selber ein Resonanzgeschehen ist, wo du hören und antworten ist die Grundform. Wir hatten es gerade vom Aufhören oder vom Angerufen werden. Ja. Damit ich angerufen werden kann, muss ich die Fähigkeit zu haben, zu hören. Und ich glaube auch auf die Natur zu hören und auf deren Bedürfnisse zum Beispiel. Ja, hören und darauf antworten. Aber ich stelle mir auch Demokratie so vor. Einander hören und eine Antwort finden und darüber müssten Grenzen festgelegt werden. Aber ich bin großer Anhänger davon. Ich finde übrigens, die Energiediskussion jetzt zeigt das doch eigentlich auch. Ich bin der totalen Überzeugung, dass das falsch ist, was die Ökonomen immer wollen, nämlich die Umweltschutz über Bepreisung zu machen. Wahrscheinlich müssen wir uns da gleich wieder streiten. Aber machen wir jetzt ein Riesenthema auf, ja? Ja, ich kriege gleich den Bogen zu den Grenzen. Weil ich finde, das Problem mit den Preisen ist, ich meine, ich sehe das an mir selber. Ja, ich habe dann den aus meiner Sicht ökologischsten aller und auch demokratischsten aller Energieanbieter genommen und auch den teuersten. Und seitdem habe ich das Gefühl, ich habe ja jetzt meine ökologischen Pflichten erledigt. Ist egal, wie viel Energie ich verbrauche, ist vollständig blöd. Was ich sagen will, ist, den Reichen ist es dann egal. Sie haben ja das Gefühl, sie zahlen ja jetzt für den Umweltschaden. Dann verbrauchen sie genauso viel wie vorher. Und die wenig Geld haben, die können sich jetzt die Fahrt zur Arbeit oder so nicht mehr leisten. Mit dem Ergebnis, dass dann eben der Staat nachbessern muss mit Löhnen oder sonst wie. Sodass eigentlich diese Bepreisung von Umwelt bloß dazu führt, dass wir ein Steigerungsspiel kriegen. Ich finde, wir müssen es deckeln. Wir müssen klare Grenzen festlegen, was wir als EU, als einzelner Staat, als einzelne Stadt, als Einzelperson zum Beispiel einen CO2-Ausstoß im Jahr haben. Das würde Menschen kreativ machen. Das kann direkt Resonanz erzeugen. Ich würde dann irgendwie sagen, ich leiste mir den unerhörten Luxus des Silvesterfeuerwerks. Dafür muss ich es halt an anderen Stellen einsparen. Ja, da muss man mir gar nicht mehr verbieten, Silvesterfeuerwerk zu machen, aber ich muss es dann halt anderswo einsparen. Und das würde ich auch wahnsinnig gerne tun. Aber auf diese Frage hier bezogen würde ich sagen, klar brauchen wir Regelungen und Grenzen politischer Art. Wenn man das immer nur wenn du ein dynamisches System, dynamische Stabilisierung baust, wie wir es haben, ja? Indem du sozusagen permanent optimieren und steigern musst, um deinen Platz zu halten. Und dann dem Einzelnen sagst, du bist aber verantwortlich für die Umweltkonsequenzen. Das kann nur unglückliche Einzelne und zerstörte Umwelt erzeugen. Also so geht es nicht. Wir müssen kollektive Lösungen finden. Mhm. Über die Preise streiten wir jetzt nicht. Gehen trotzdem nächste Frage. Nee, wir streiten nicht, aber ich wahnsinnig gerne darüber streite. Ich finde es ein ganz tolles Thema. Ich möchte euch jetzt ermutigen. Ich habe vorhin gesagt, wir sind jetzt, glaube ich, ungefähr eine Stunde dabei. Die Zeit verfliegt. Ja. Ich finde, subjektives Zeitempfinden mit dir, finde ich, oder mit euch beiden, so zu reden, die Stunde ist schon weg. Ich habe euch vorhin versprochen, dass ihr euch gerne einmischen könnt. Wir haben auch gleich zwei Mikrofone, die wir hier aufstellen. Und ich freue mich jetzt sehr, hier auch im Chat auf meinem Tablet. Wir haben hier zum Beispiel eine Frage von Laura über YouTube, die nehme ich in der Zwischenzeit schon mal mit hoch. Und zwar, wir kommen zur Katze zurück. Und zwar die Frage ist, hinkt das Beispiel mit der Katze nicht? Ist es nicht eine Abhängigkeitsbeziehung, weil sie von dir Essen Zuneigung bekommt, ähnlich der Kind-Eltern-Abhängigkeitsbeziehung. Was heißt das für die Resonanz?
Schwierig. Also ich glaube, dass also meine These ist, dass es eine Art von Überschuss gibt. Also es stimmt schon, also es ist auf jeden Fall eine asymmetrische Beziehung, wobei das gar nicht so klar ist, ehrlich gesagt. Also ehrlich gesagt, so klar ist es nicht in dem Fall, ja, weil die Katze kann durchaus weglaufen und sich ein anderes Zuhause suchen. Das machen Katzen manchmal auch. Auch weil sie örtlich gebunden sind, weil sie nicht mit umziehen wollen und so. Zum Beispiel, wenn ich umziehe oder so, dann bleibt die Katze da an dem Haus. Ja, also bei Katzen ist es nicht so hundertprozentig klar, wer von wem abhängt, weil es vielleicht für mich schlimmer ist, wenn die Katze, kann ich ein Lied davon singen, mein letzter Kater, der hieß Shakespeare, weil er sich aufs Shakespeare-Buch legt. Und der ist ertrunken und war schlimm, aber egal, ist jetzt nicht das Thema. Also ich meine, die Abhängigkeit bin ich gar nicht so sicher, aber zum Beispiel bei Eltern und Kindern ist es natürlich so, ja. Also Eltern und Kinder sind von den Eltern abhängig. Ich meine, Eltern sind in gewisser Weise psychologisch auch abhängig von ihren Kindern, was total ganz schlimm sein kann. Total. Was eine super Belastung für Kinder ist. Ja? Also das Schlimmste, glaube ich, ist für Kinder, wenn dann irgendwie die Eltern sagen, wir haben für dich alles gegeben und du machst jetzt nicht oder bist nicht gut genug oder enttäuscht uns oder so. Also was ich glaube, das gibt diese Beziehungen, aber ich glaube trotzdem, es gibt Resonanzformen, die über das alles hinausgehen. Ja, was sozusagen diesen Moment, meine Eltern-Kind-Beziehung hat man sich in der Vergangenheit ganz anders gedacht und auch ganz anders gelebt, obwohl die Abhängigkeit da auch war, nämlich irgendwie die Kinder entweder als solche, die man abrichten muss, na, du musst das Böse aus ihnen rausprügeln, schwarze Pädagogik, haben wir lange genug gemacht, ja, mit Prügeln und sonst wie. Mhm. Oder überhaupt als ökonomische Quelle, ja, du musst mal mitarbeiten oder als sonst wie abzurichtende. Oder Reproduktion des eigenen Selbst. Ja, gibt du sollst so werden wie ich. Stamm erhalten oder in den Krieg gehen oder ich weiß nicht, was alles machen. Gab es ganz viele Formen und wir denken uns die heute als Resonanzbeziehung. Ich meine, Eltern versuchen, die eigene Stimme der Kinder auch zur Entfaltung kommen zu lassen. Die allermeisten Eltern tun das doch heute. Also zu wissen, ich habe es da mit einem eigensinnigen, unabhängigen anderen zu tun, dass ich nicht einfach nach meinem Bild erschaffen darf. Das würden fast alle Eltern heute auch sagen. Ja. Und für Kinder ist es ganz interessant. Ich meine, da kommt irgendwann die Pubertät, wo diese Abhängigkeitsbeziehung irgendwie transformiert wird, weil ich glaube, Kinder sind in einer Art von Naturresonanz mit ihren Eltern erstmal. Und in der Pubertät kommt dann die Frage, was habe ich mit meinen Erzeugern eigentlich zu tun? Ich glaube, das ist nötig, diese Form der Entfremdung, um danach sowas wie die eigene Stimme überhaupt zu finden und auch sowas wie individuelle Resonanzachsen. Wir kommen von einem zum nächsten Thema, aber es ist immer. Und haben noch kein Problem man geht gelöst. Mit dir durch ganz viele Türen. Es ist total irre. Und ich möchte jeder Tür nachgeben. Aber ich finde eine Frage da nochmal interessant. Weil nochmal zu der Frage, in welcher Zeit wir eigentlich leben, im Sinne von alles bewegt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade in diesem Versuch, unseren Kindern so diese eigene Stimme zu geben, dass weil alles, was sie sagen, alles, was sie fühlen und so weiter, so ein Gewicht bekommt, dass manchmal die Frage des Resonanzraums mit dem anderen, mein Verhältnis zwischen mir und der Welt, manchmal die Frage ist, welche Rolle kriegt das Ich im Verhältnis zum Wir? Und da habe ich manchmal das Gefühl, ist das ein bisschen, also frage ich mich manchmal in meiner Erziehung, wie ich das gemacht habe, ist da was aus dem Ruder geglitten? In so welches Wir meinst du jetzt an der Stelle? Wenn ich meine Kinder angucke zum Beispiel, wie viel Raum habe ich dem gegeben, über das eigene Ich nachzudenken? Und wie viel spielt das Verhältnis zum Wir, zum Kollektiven und so weiter, in welchem Binnenverhältnis ist das dann? Naja, ich glaube, dass grundsätzlich das sozusagen, das gilt für eine Familie als dann auch, sozusagen als Binnenraum, als dann auch, es ist fast wie ein russisches Puppenmodell. Ich glaube, Resonanzfähigkeit ist auch eine Art von Disposition. Ja? Eigentlich, vielleicht könnte man sagen, sowas wie eine Persönlichkeitseigenschaft. Ja? In der Lage zu sein, zu hören und darauf einzugehen. Ja? Und schön wäre es, wenn man es schafft, sozusagen, ich glaube, in der Erziehung zum Beispiel, genau Resonanzfähigkeit auch zu erzeugen. Und das geht, glaube ich, nur, wenn man auch mit sich selber in einer gewissen Resonanz ist. Übrigens, man kann sich auch selber verdinglichen, ja, permanent versuchen, gerade durch solche Optimierungslogiken. Ich finde, wir leben in einer Welt parametrischer Optimierung, wo ich dann übrigens auch beim Kind, ja, dass ich ständig messe, wie hoch, wie groß ist es, was kann es schon, was kann es noch nicht, wie sollte es sein, wie kann ich noch diesen Parameter ein bisschen verbessern. Es müsste jetzt noch etwas sportlicher werden und sollte vielleicht noch ein bisschen musischer werden und bei der Achtsamkeit fehlt es noch ein bisschen und das Aussehen kann man noch und das Gewicht noch und also dann habe ich keine Resonanzbeziehung hier. Aber ich glaube, da wo Hören und Antworten sozusagen etwas ist, was dann zur Koevolution führt, ist es zwischen mir und dem Kind so, zwischen dem familialen Raum und dann aber auch zur Außenbeziehung, wenn ich die Menschen darum herum bis zu denen, die vielleicht in Bangladesch meine T-Shirts herstellen. Wenn ich sozusagen da nicht in Resonanz bin, wenn ich sage, das ist deren Problem. Ja. Ich sage immer bei dem Satz, die Flüchtlinge sollen draußen bleiben. Ja. Guck mal die Hand an, guck mal das Gesicht an, hör dir die Stimme an. Das ist eine Form der Schließung. Ja, die macht dispositional resonanzunfähig. Deshalb habe ich die Hoffnung, dass es also ich, wir und die größer werden, dass wir gar nicht im Gegensatz steht. Mhm. Mhm.
Danke dir. Du hast recht mit der Kante, ich gewinne mir das jetzt. Nee, ich finde es total interessant, weil du wirklich mit deinem ganzen Organismus sprichst. Du bist für mich so eine wandelnde Creature, die eigentlich das ist, nicht eigentlich, ohne eigentlich, die das ist, was du als Theorie beschreibst. Vielleicht noch eine Frage dazu und dann würde ich gerne noch ein paar andere Fragen von euch haben und ich motiviere und emoviere oder wie auch immer euch herzlich dazu, euch auch an diese Mikrofone zu stellen. Für die digital Zugeschalteten ist das ein bisschen schwierig, aber gerne hier im Raum, traut euch bitte. Jede Frage ist willkommen, weil wir ja einen kollektiven Resonanzraum gerne mit. Wir haben euch jetzt nicht an die Wand geredet, sondern freuen uns wirklich auf eure Fragen. Ich nehme in der Zwischenzeit noch mal eine Frage von weiter unten hoch. Wenn ich das darf, könnt ihr netterweise noch einmal nach unten gehen. Was interessiert euch hier noch? Ich frage mich, ob die Präferierung von Tiefe statt Breite weltweit reiche nicht etwas privilegiert ist. Wer kann sich leisten, Erreichbarkeit einzusparen? Sprechen Sie ausschließlich über europäische BürgerInnen? Naja, über diesen Eurozentrismus haben wir schon geredet. Aber ich frage mich, ob die Präferierung von Tiefe statt Breite nicht etwas privilegiert ist. Kannst du dazu was sagen? Von Tiefe statt Breite. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, also ich finde, es geht mir überhaupt nicht darum, sozusagen die materielle Dimension gering zu reden oder gering zu machen. Also wenn ich nicht genug zu essen habe, ne, wenn ich frieren muss oder so, also um mal Beispiel, oder wenn ich krank bin und keine Gesundheitsversorgung habe oder alle diese Dinge, die wir als Not und Armut kennen, aus anderen Weltgegenden, aber zum Teil auch aus unserer eigenen Kultur, ja, zum Teil in der Mitte. Ich meine, man muss sich nur mal die unglaubliche Zahl auch in Berlin an Obdachlosen vor Augen führen, ja, wo es eigentlich an allem mangelt. Und die Tatsache, dass die theoretisch ja nur ein Formular ausfüllen müssten, macht ihre Situation praktisch kein bisschen besser. Ja, da würde ich sagen, das ist doch völlig offensichtlich. In einer solchen Situation kannst du nicht resonant in der Welt sein, ja, oder ich würde das nicht einfach ausschließen. Also zu behaupten, die können das gar nicht haben, halte ich für eine wahnsinnige westliche Arroganz. Also zu behaupten, Resonanz kommt immer nur als Luxus, ist einfach falsch. Bedürfnispyramide sozusagen. Genau, aber trotzdem ist dann in der Welt sein, wenn du hier in Berlin im Winter auf der Straße schläfst, ist die Welt eine Zone der Entfremdung par excellence. Ja, sie ist hart, sie ist kalt, du kriegst keine Nahrung zum Beispiel. Ja. Deshalb bin ich natürlich dafür, da unbedingt die notwendigen Ressourcen zu haben. Ich bin übrigens, meine Auffassung ist halt zu sagen, jeder sollte genug haben. Und das ist auch eine Voraussetzung fürs gute Leben, genug zu haben, aber nicht immer mehr haben zu müssen. Und ich glaube, unser immer mehr haben müssen wird auch noch nicht mal durch unsere Gier getrieben in erster Linie, sondern durch die Angst, wenn ich nicht mehr habe, werde ich abgehängt. Ja. Deshalb würde ich sagen, das ist keine privilegierte Perspektive. Es kommt auf die Qualität der Weltbeziehung an. Hier wie in Bangladesch, um jetzt mal dieses Gegenbeispiel zu nehmen. Und die Weltbeziehung sollte so sein, dass du in Resonanz mit der Welt sein kannst. Und natürlich wird es Menschen, zum Beispiel in Bangladesch, zum Teil auch in anderen europäischen Gegenden, wo wir den Menschen die Mütter abziehen, die bei uns Pflege machen. Ja, damit zerstöre ich gewachsene Resonanzbeziehungen aufs Brutalste. Also deshalb glaube ich, und ich bin nicht davon überzeugt, mit der Resonanztheorie kannst du soziale Gerechtigkeit sehr gut in den Blick nehmen. Aber du kommst weg von der Idee, bei der mehr Ressourcen einfach besser ist als weniger Ressourcen. Es ist noch, bisher ist also, wenn ich diese Stimmen von euch im Netz oder auch hier im Raum, die wir da hören, wenn ich die wahrnehme, es gibt wenig Widerspruch gegen deinen Resonanzbegriff. Er scheint ziemlich umspannend, das zu umfassen, was auch hier vielleicht wahrgenommen wird. Oder das trifft offensichtlich auf Resonanz. Aber es kommt immer wieder auf, sollte Politik auf einen Anruf der Bevölkerung warten oder sollte sie eine leitende Funktion einnehmen? Wie kriegen wir mehr Sand ins Getriebe? Also es geht viel um die Frage, es gibt offensichtlich ein großes Bedürfnis, wie wir Veränderungen skalieren, motivieren, wie wir in diesen Modus kommen, den Karren umzudrehen, den wir gerade in den Dreck fahren. Haben wir darüber schon genug geredet? Ich würde ansonsten nämlich noch mal eine Mentimeter-Frage obendrauf packen, während ihr vielleicht noch mal auf diese Frage Sand ins Getriebe, sollte Politik auf einen Anruf der Bevölkerung warten, leitende Funktion einnehmen. Du hast es schon gesagt, wir brauchen Grenzen-SUV, das Beispiel. Gibt es da noch einen Gedanken von Sand in Getriebe aus Mobilitätsperspektive? Wo könnte der herkommen? Naja, wir haben ihn ja. Ne? Also es ist ja, ich meine, das umstrittenste Beispiel der letzten Monate in Berlin war diese kleine Gruppe, die Autobahnen blockiert hat. Ne?
und sich festgeklebt hat an den Autobahnen, das war Sand im Getriebe. Das war genau, die haben sich ja sogar, zum Teil sogar so genannt. Also das gibt es ja schon. Die Frage ist, aber da haben wir ja auch, was wir da gesehen haben, ist, das ist eine massive Feindschaft, nicht nur von denjenigen, die da warten mussten, die zum Teil ja auch arbeiten mussten und da warten mussten, sondern auch die, alle Umfragen, die ich kenne, zeigen, dass es relativ wenig Verständnis für diese Gruppen gegeben hat. Also Sand im Getriebe. Also jetzt zu sagen, die Formulierung, die Politik soll auf den Anruf der Bevölkerung warten. Also wir sind ja alle Bevölkerung. Wir machen ja uns diese Entscheidung. Wir haben jetzt auch gewählt. Nur müssen wir dann natürlich auch darauf bestehen. Also nehmen wir jetzt das aktuelle Beispiel. Wie kann es sein, dass bei einem militärischen Überfall auf die Ukraine durch die Putin veranlassten Angriff, wir in der Bundesrepublik Deutschland nicht sofort sagen, die wir hochgradig abhängig sind, was die fossilen Energien angeht, nicht sofort sagen, zumindest als großes Medienthema, wir brauchen Tempobegrenzung, wir brauchen autofreie Sonntage, wir brauchen 2 Grad weniger bei der Eingangstemperatur der Fernwärme etc. Also so ein paar Dinge. Sozusagen als Call for Action der Veränderung, um zu sagen, das ist so ein Einschnitt und es ist so viel um. Ja, und vor allem, was wir sofort machen können. Und wir haben ja eine Bundesregierung, wo zumindest ein Teil davon im Prinzip ja auch das sofort aufnehmen müsste. Aber das ist nicht passiert. Und das ist zum Beispiel für mich im Moment eine offene Frage. Wie kann es sein, dass wir in dieser jetzigen Situation offensichtlich notwendige Dinge nicht ernsthaft diskutieren? Ja, ich meine, irgendwie diskutieren tun wir sie schon. Die Frage ist, wie das löst. Also ich habe dazu 2 Gedanken. Das eine ist, dass ich ungern jetzt im Blick auf die Frage, ich finde, wir müssen überwinden, die mich wundert. Also mich wundert, weil es auch bei meinen Studenten zunimmt, die Politik versus die BürgerInnen. Ja, ich finde, das ist doch eigentlich falsch. Ja, also wir sind der Staat. Wer soll denn der Staat sein? Also ich würde das ungern in der Oppositionshaltung bringen. Und ich finde bei all diesen Fragen, jetzt wie die du gerade aufhörst, Wert, aber auch bei anderen, also Klimawandel, Covid oder so, die Frage müsste doch sein, wie reagieren wir als Gemeinwesen darauf? Und ich kriege da an der Stelle schon immer Feuer von meinen soziologischen KollegInnen, die sagen, es gibt dieses Wir gar nicht. Ja, es gibt irgendwie der Obdachlose, den ich jetzt besprochen habe, ist eine ganz andere Lage als die Mutter oder die Journalistin oder der Chefarzt oder der Fußballspieler oder das Kind oder so. Das gibt es wir nicht. Und ehrlich gesagt würde ich sagen, das ist Quatsch. Ich glaube, dass das Quatsch ist. Weil wenn du zum Beispiel einen Wohnblock hast, ne, und da regnet es oben rein, dann müssen die Bewohner sich fragen, was machen wir jetzt? Und da kann man auch nicht hingehen und sagen, aber es gibt ja dieses Wir nicht. Ja, der Rentner oben hat ganz andere Interessen als die Familie unten. Das ist doch irgendwie Quatsch. Und ich finde, das Wir ist heterogen, natürlich. Aber wir müssen uns gemeinsam überlegen, was machen wir? Ob es jetzt um Putin geht oder um die Ökologie. So, also wie können wir da darauf reagieren? Und meine Wahrnehmung ist, was steigt im Moment, ist gar nicht die Handlungsfähigkeit, sondern die Wut an allen Ecken. Ich finde, wir werden alle immer eigentlich aggressiver, ja, behaupte ich. Ja. Also ich sehe das bei meinen Studenten zum Beispiel. Oder schauen Sie sich die Gesellschaft an. Die einen waren wütend, weil wir so viele Flüchtlinge reingenommen haben. Wahnsinnig wütend. Das ist Verrat, Untergang des Abendlandes. Die anderen sind genauso wütend, weil wir viel zu wenig reinlassen, weil wir die ertrinken und erfrieren lassen. Ist ja auch beides empörend. Nein, das erste ist nicht empörend, aber das zweite. So, dann gab es Leute, die wahnsinnig wütend sind, weil wir uns impfen lassen müssen. Und genauso viele Leute, die wahnsinnig wütend sind, weil wir uns nicht impfen lassen. Oder jetzt habe ich vergessen, was war es. Aber man sieht diese Spaltung. So wie in England die Pro-Brexiteers und die Gegen-Brexiteers. Die Remainers, sie waren wütend. Und so ist es bei jeder Ding so. Die einen sind wütend, weil wir zu viel für die Umwelt tun. Dauernd Umwelt, 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 als hätten wir keine anderen Probleme. Die anderen sind wahnsinnig wütend, weil wir viel zu wenig für die Umwelt tun. Und deshalb frage ich mich, wo liegt das Problem? Und das Problem liegt meiner Ansicht nach woanders. Also das Grundproblem liegt in diesem aggressiven Weltverhältnis. Und dieses aggressive Weltverhältnis kommt von der Idee, dass wir Welt verfügbar machen müssen, dass wir sie doch im Prinzip beherrschen könnten, sodass alle Seiten in diesen Konflikten sich nur immer fragen, wie können wir als nächstes was verfügbar machen? Und deshalb frage ich mich, ob es möglich ist. Also was mir vorschwebt, ist eine Art von kultureller Paradigmenwechsel, wo ich eigentlich gar nicht mehr den Wunsch hätte, permanent zu fliegen, mehr Geld zu verdienen, was weiß ich, also die Grenzen auszudehnen. Wie man da allerdings hinkommt, weiß ich auch nicht. Ja, weil ich will jetzt, da kommt jemand. Weil das ist eine ganz große Frage, du solltest bitte 3 Antworten auf Herausforderungen geben, das kann ich gleich vorlesen. Aber bitte, und wenn, wir können das jetzt leider nicht mit der Kamera zeigen, aber wir haben jemand Hochgeschätztes am Mikrofon stehen, wenn Sie ganz kurz oder wenn du ganz kurz deinen Vornamen sagst und dann die Frage. Ja, gerne. Ich hoffe, man hört mich. Mein Name ist Eva. Ich habe eine Frage zum Thema Egoismus. Ich
stürme ich so ein bisschen in der Theorie, wie das eingeordnet wird. Jetzt auch im Beispiel von SUV-Fahrern wird jetzt argumentiert, das ist Bequemlichkeit. Ja, mir fällt eher der Begriff Egoismus ein, wie man das einordnen kann. Okay. Also im Sinne der Frage, kannst du das nochmal spezifizieren, ja, wie man das einordnen kann, also in kann was, im Sinne seiner Resonanztheorie, wie das da reinpasst oder wie ist deine Frage gemeint? Ja, also meine Vorstellung von Egoismus wäre eigentlich, dass da eine sehr geringe Resonanz besteht zu dem Wir, zu dem Gegenüber. Verstehe. Okay, ich finde die Frage gut. Also man hat da dieses Problem. Also ich verstehe die Frage und ich verstehe auch, wie sie gemeint ist. Aber wir haben ja ewig lang diese Diskussion. Ehrlich gesagt, da gibt es riesige philosophische, auch soziologische und ökonomische Diskussionen, die immer sagen, also Egoismus, ich denke an mich selber. Altruismus, ich denke an die anderen. Und ich glaube, dass in dieser Oppositionsstellung schon ein großes Problem liegt, weil das Gegenargument ist immer, naja, auch eine Mutter Teresa, die sich um die Armen kümmert, macht es ja irgendwie um sich selber, weil für sich selber, weil sie entweder sich gut fühlen will oder weil sie in den Himmel kommen will oder so. Also sind ja eigentlich alle egoistisch. Ja. Früher oder später landest du an dem Punkt. Und ich würde sagen, das liegt nur daran, dass es die falsche begriffliche Opposition ist, weil was mir vorschwebt, ist, dass ich erkenne, also die Frage ist, wie ich mein Wohlergehen definiere, und wenn ich erkenne, dass das, was mit der Umwelt und mit den anderen geschieht, auch eine Bedeutung für mich hat. Dass ich eigentlich, der Unterschied zwischen einem, der sagt, nee, ich fahre nicht SUV, das ist schlecht für die Umwelt, der ist vielleicht auch egoistisch, weil er sich gut fühlen will, aber für den ist das Wohlergehen der anderen Menschen und der Natur Teil seiner eigenen Definition des guten Lebens. Und also verstehst du, was ich meine? Also von mir aus kann man sagen, sind alle egoistisch. Deshalb würde ich sagen, ich will gar nicht Egoismus denken an dich, Altruismus denken an die anderen, sondern erkenne, dass du mit den anderen sowieso existenziell verbunden bist und dass dein Leben besser wird, wenn du das Wohlergehen der anderen mit im Blick hast, weil ich finde, das ist wirklich so. Ich würde es ganz kurz an einem Beispiel deutlich machen. Ich saß neulich auf einem Platz mit zwei Leuten an einem großen Tisch. Ja. Dann da kam eine Gruppe von 5 Leuten oder so, die halt für sich einen Tisch gesucht hat. Und die hat die Leute am Nachbartisch gefragt, weil da saß, glaube ich, sogar nur einer, ob der vielleicht weggehen könnte, damit sie Platz haben, also auf einen anderen Tisch, auf einen kleinen, der frei war. Dann hat er gesagt, nee, ich war zuerst da. Und dann dachte ich, der hat sich jetzt sozusagen durchgesetzt, er hat Recht gekriegt, ja, aber fühlt er sich jetzt gut? Ich meine, du fühlst dich doch total scheiße, wenn du sowas machst. Also ich bin wirklich sicher. Also ich meine, das ist doch, und umgekehrt, wenn du sagst, ja, aber klar, ich ziehe gern um. Das kannst du fast nur mit einem Lächeln auf Gesicht sagen. Und dann hast du das Gefühl, eigentlich sozusagen, also ich würde wirklich sagen, du machst dich selber glücklich. Das ist auch Egoismus. Also weil ich bin dann aufgestanden und ich würde sagen, aus egoistischen Gründen, weil es mir ein super gutes Gefühl gegeben hat. Und ich habe gesehen, wie die sich freuen. Und deshalb würde ich sagen, ich würde nicht Egoismus gegen Altruismus ausspielen, sondern die Frage ist, wie definierst du dein in der Welt sein? Und das, was du vermutlich als Egoist meint, ist einer, der überhaupt keine Resonanzfenster hat zu den anderen. Ja, also es ist alles ein Resonanzproblem. Ja, das ist vielleicht noch ein bisschen komplizierter. Ich habe vor einiger Zeit mal in Heidelberg vor so einem Unternehmerkreis einen Vortrag gehalten, da habe ich auch wieder über SUVs gewettert und geschimpft und dann stand dann irgendeiner auf und sagte, hören Sie mal zu, ich bin Mittelständler, ich bin für 1800 Leute verantwortlich, ich arbeite 16 Stunden am Tag, ich gönne mir den. Ja. Aber hat er überhaupt der fühlte sich richtig angegriffen durch meine Tirade, ne? Ich gönne mir den. Ich hab den verdient. Ich mache so viel für andere. Ich lege mich so ins Zeug, ich habe das verdient. Aber weißt du, ich zucke mal ein ganz kleines bisschen, weil ich finde, ich würde es ungern an einer Sache, also ich habe das gleiche Gefühl, glaube ich, wie du bei SUVs, die regen mich wahnsinnig auf. Und übrigens, was mich am meisten aufregt bei der Sache, so ähnlich wie die Heizpilze, das ist das andere, was mich richtig aufregt, weil ich finde, die Heizpilze sind doch erst in unsere Innenstädte gekommen, als die ökologische Diskussion schon 20 Jahre alt war. Ich frage mich, wie das sein kann. Die Leute, die führen engagierte Nachhaltigkeitsdimensionen und setzen sich dann unter einen Heizpilz. Das habe ich nie verstanden. Und die SUVs haben mich genauso aufgeregt, weil wir hatten schon in den 80er Jahren, würde ich sagen, den Umstieg eigentlich von den großen Autos auf die Kleinwagen. Ja, da kam der Golf, dann kam der Fiesta und der Kadett und sowas. Und plötzlich kam dieser Panzer. Ja, also ich weiß nicht, wie diese Idiotie passieren kann. Aber ich finde halt, eigentlich bin ich zutiefst davon überzeugt, ich würde es nie an so einem Einzelding festmachen. Ja, weil ich würde sogar sagen, vielleicht kannst du dir auch dein SUV leisten, wenn du dafür wirklich nicht fliegst oder grundsätzlich oder was und zum Vegetarier wirst und 1000 andere Dinge tust. Weil ich finde, es ist ja nicht das Einzelding, sondern es ist die Grundform. Hat diese Person die entsprechende Sensibilität den Menschen gegenüber, den Tieren, den Dingen, sich selber, der Umwelt gegenüber? Also so, dass ich würde es gar nicht an der Einzelsache festmachen, sondern an... Ich finde da an deinem Prinzip der Eigenverantwortung vielleicht noch ganz
ein ganz kurzer Exkurs, auch wenn das von euren Fragen weggeht. Ein Exkurs zu deinem Verständnis zum Beispiel von Lehre und wie du mit jungen Menschen, wenn du lehrst, in Akademien und so weiter umgehst. Du hast ja gerade beschreibst ja wie so ein Modell von einem Konto, das jemand hat, um eigenverantwortlich damit umzugehen. Das tust du und das lässt du, damit du am Schluss zum Beispiel auf diese Summe kommst. Ja. Wie versuchst du, mit Menschen umzugehen, um in ihnen den größtmöglichen Resonanzraum für sich selbst und für die Welt zu eröffnen? Wenn du zum Beispiel lehrst, was ist dein Grundprinzip? Wenn du zum Beispiel an solchen Akademien junge Leute einlädst, wie machst du das? Also ich glaube wirklich, der entscheidende, das liegt hier an diesem Sofa, ich mache es nicht immer. Das wird ja, ich kann nicht so reden. Also ich glaube, gib dir mein Kissen. Dafür sind die da, gute ja. Idee. Fühlt sich auch unbequem an, na gut. Also ich glaube, der entscheidende Punkt, weil tatsächlich ist so, also ich mache oft eigentlich seit 20 Jahren Sommer Schülerakademien eigentlich für Schüler kurz vor dem Abi. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist wirklich, dass die Teilnehmenden, dass Schülerinnen und Schüler sich da einbezogen fühlen, teilfühlen. Ja, also das kann wirklich gelingen, einen Resonanzraum zu schaffen, bei dem das überhaupt nicht mehr schwer wird, für andere mitzudenken, weil du willst das Ganze zu einem guten Teil machen. Und ich glaube, das, was man als egoistisch oder sogar asoziale Verhaltensweisen beschreiben oder beobachten kann, das entsteht immer da, wo Leute sich ausgeschlossen fühlen, ja, wo die sozusagen eine Art von sich einer entweder Wand der Gleichgültigkeit oder sogar der Feindseligkeit gegenüber sehen. Und oft deshalb, weil sie sich als nicht selbstwirksam erleben auch. Ja. Mich will keiner hören oder mich will keiner haben oder ich kann das sowieso nicht. Ich glaube, da, wo es an Resonanzfähigkeit fehlt, ne, liegt es meistens an fehlender Selbstwirksamkeitserfahrung und Erwartung, dass die anderen mich auch hören wollen. Ja. Dass die nicht sofort sagen, der ist ja blöd oder die ist ja blöd. Ja. Und dass ich da auch was kann. Wenn es das mal gelingt, den Sinn zu geben, du gehörst da dazu und lass uns gemeinsam die Akademie schön machen, dann passiert genau das, was ich mit dem Tisch versucht habe zu schreiben. Es macht dann einfach Spaß, beizutragen, dass der Tisch sauber ist oder die Diskussion gelingt und so weiter. Also in so einem kleinen Kontext geht es gut. Die Frage ist, wie du das auf großen Gesellschaften machst. Das macht der Wert. Das macht Gerd. Wert. Ich möchte noch einmal zum Resonanzbegriff zurück, kommt auch von euch. Der Begriff, und wir gehen damit, würde ich fast sagen, ja, in den letzten 10 Minuten. Der Begriff Resonanz wird ja auch in der Musik gebraucht, beispielsweise Resonanzkörper. Besteht hier ein Zusammenhang zu deiner Theorie? Und rechts ist noch eine Frage, das können wir vielleicht dir in Gelb, das können wir gemeinsam beantworten. Ist fehlende Resonanz letztlich damit eine Form von fehlendem Empathievermögen? Also Musik, Analogie zum Resonanzkörper. Fehlende Resonanz. Ja, okay, ich fange mal mit der einen Frage an, dann glaube ich, kann man vielleicht die andere gleich mitbeantworten. Also Musik, ja tatsächlich, Resonanz ist nicht zufällig auch ein musikalischer Begriff. Ja? Also dieses in Schwingung versetzen oder versetzt werden und auch aufeinander zu antworten, zum Beispiel beim gemeinsamen Musizieren oder beim Chorsingen, passiert das sehr stark. Und ich glaube wirklich, ich habe mir das wirklich auch genau angesehen, einen Klangkörper, einen Resonanzkörper, ja, zum Beispiel, du hast jetzt mal eine Gitarre und eine Geige oder so, die können miteinander in Resonanz treten, indem sie sich gegenseitig zum Schwingen bringen. Ja, also eigentlich ist das wie Hören und Antworten. Du schlägst die Gitarre an und der Geigenkörper antwortet und du hörst, das ist die Geige und nicht die Gitarre, die jetzt da klingt. Und die Frage ist, wann ist denn überhaupt in Musik ein Körper, ein Klangkörper eigentlich resonanzfähig, klangfähig? Und da siehst du, dass es zwei wichtige Dinge braucht. Das erste ist, er muss geschlossen sein, weil du kannst, wenn du die Geige aus Wolle baust oder aus Styropor oder so, ne, dann klingt das Ding überhaupt nicht. Es muss eine eigene Stimme haben. Dafür brauchen wir eine Art von Subjektivität, was ich auch Eigenwirksamkeit, Selbstwirksamkeit oder die eigene Stimme nenne. Das Ding muss schon massiv und stabil sein. Ja, das ist die eigene Stimme, die wir erstmal entdecken müssen. Wenn ich auf mich von allem affizieren lasse, dann trete ich nicht mehr in Resonanz, dann bin ich wieder Styropor oder der Wollenkörper. Eine Geige aus Wolle klingt nicht. Aber sie muss auch die Schalllöcher haben. Ja, sie muss affizierbar sein. Und deshalb rede ich tatsächlich vom Gitarren, je nachdem, zu wem ich spreche oder mit wem ich spreche, rede ich mal vom Geigenmodell und mal vom Gitarrenmodell des Selbst. Ja, ich glaube, Menschen müssen sozusagen geschlossen sein. Übrigens, dass sie auch nicht das Gefühl haben, manche haben gesagt, wenn wir diese Fremden ins Land lassen, ja, dann müssen wir uns ja ändern. Dann haben wir da Minarette statt Kirchen. Ja, und da würde ich sagen, genau, wir müssen uns ändern. Und das ist aber nichts Schlimmes, das ist was Schönes, weil wir nicht einfach die Kirchen zu Minarette umbauen, sondern wir haben auch was Eigenes anzubieten. Es kommt zu dieser Wechselwirkung, die Lebendigkeit macht. Aber deshalb glaube ich, wir brauchen eine Art von Geschlossenheit, eine eigene Stimme, aber auch die
Schallöffnungen, um uns affizieren zu lassen. Also das ist wirklich dieses Modell. Und Empathiefähigkeit, ist fehlende Resonanz eine Form von fehlender Empathievermögen? Ja, also erstens ist Empathie ja nur für soziale Beziehungen gedacht. Und Resonanz hat für mich auch eine dingliche Dimension. Ja, mit einem Buch, mit einer Musik, mit einer Landschaft in Verbindung treten. Das würde man nicht immer Empathie nennen. Auch sich zum Beispiel durch den Gedanken anregen zu lassen. Und es kann eben sein, dass die fehlende Resonanz nicht an der Empathiefähigkeit, nämlich also der Fähigkeit, sich berühren zu lassen, scheitert, sondern an der Selbstwirksamkeit, wie ich gerade gesagt habe. Dass ich dann auch antworten und etwas tun kann, ist auch wichtig. Also Empathie und Resonanz sind verbunden, aber sie sind nicht identisch. Ah, schön. Danke dir sehr. Wir haben eine weitere Frage im Raum. Ja, ich bin Philipp. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich habe in meiner Bachelorarbeit auch über Sie geschrieben, Sie zitiert. Und ein Begriff, der sehr zentral ist, finde ich, in Ihrer Theorie, also für mich zentral ist, aber der heute auch noch gar nicht gekommen ist, ist der Kapitalismus. Also habe ich immer so gedeutet, dass das eigentlich eine Kritik ist, ja, klar, am kapitalistischen System. Und jetzt würde ich das gerne nochmal aufgreifen, weil ich das heute, den Begriff Kapitalismus, noch gar nicht gehört habe heute. Und, wie über Aggressivität, Wachstum, wir haben viel, aber den Begriff... Ja, ja, genau, aber das ist ja auch so eine politische Dimensionen, die das irgendwie hat. Ne? Genau. Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist sehr gut, dass die jetzt auch noch kommt und auch als Begriff. Also es stimmt schon, ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll, ich verpacke sie, aber wenn ich sage systemdynamische Stabilisierung, dann ist dabei die ökonomische Dimension und das, was wir Kapitalismus nennen, natürlich zentral. Ne? Weil also der Kapitalismus wird getrieben durch die Selbstverwertung des Kapitals, sozusagen durch Kapitalakkumulation. Und das ist ein zentrales Prinzip für das, was ich Steigerungszwang nenne. Ja, permanent wachsen, beschleunigen, innovieren zu müssen, ist ganz zentral getrieben aus der Kapitallogik. Und deshalb würde ich unbedingt im Blick auch nochmal auf die früheren Fragen sagen, solange wir diesen Motor nicht nur sozusagen unbeeinflusst stehen lassen, sondern sogar noch verschärft, weil die Logik der Finanzmärkte hat denn auch gerade den Beschleunigungszwang nochmal deutlich erhöht, solange werden wir nicht über das System dynamische Stabilisierung hinauskommen und damit auch keine resonante Welt schaffen. Ja? Deshalb glaube ich, Kapitalismus ist ein zentraler Faktor darin. Ich würde mich nur weigern, also theoretisch würde ich nicht sagen, dass Kapitalismus das einzige Moment und die einzige Triebfeder ist. Es gibt, wie gesagt, auch sowas wie eine unabhängige kulturelle Triebfeder. Ich würde jetzt gerne weiter diskutieren. Finde ich total spannend, weil über den Kapitalismus sind ja auch Abermillionen Menschen aus der bittersten Armut gekommen. Das ist absolut aber richtig. Ich will jetzt, das finde ich aber übrigens auch. Oh, jetzt kommen wir alle in Schwingung. Mhm. Also ich muss irgendein Zeichen kriegen über mein Tablet. Liebes Regie-Team, wie lange wir noch schwingen dürfen zusammen. Aber bitte, während du dich jetzt kurz vorstellst und sagst, was deine Frage ist, hätte ich gerne noch mal eine andere Frage auf menti.com, nämlich die Frage, welches der bisher diskutierten Konzepte taugt, um die großen transformatorischen Fragen. Genau, da wollen wir von euch jetzt eine Antwort haben, aber uns interessiert deine Frage. Hallo, ich bin Arne und ich wollte fragen, gibt es auch eine Resonanzkatastrophe? Also kann es irgendwie ein zu viel geben? Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Vielen Dank auch dafür, weil das trifft ein bisschen, weil du ja ursprünglich meintest, dass es ein normativer Begriff ist und weil ich eigentlich sage, Resonanz ist eigentlich für mich tatsächlich das Gute. Ja? Also ich versuche die dann von Fake-Resonanz, also falscher oder simulierter Resonanz zu unterscheiden und da kriege ich auch oft Kritik dafür. Und eine Frage wäre, ob es eine Resonanzkatastrophe geben kann, zu viel an Resonanz. Und was damit natürlich gemeint ist, in der Physik gibt es es. Übrigens ganz interessant, wenn man mit PhysikerInnen oder auch Architekten spricht, die sagen ja, Resonanz ist das, was wir im Bau zu verhindern versuchen. Ja? Dass verschiedene Bauteile miteinander in Resonanz treten, da gibt es nämlich Risse und andere Probleme. Ja. Im Blick auf soziale Beziehungen, um die es mir ja geht, will ich sagen, das, was wir als Resonanzkatastrophe beschreiben könnten, ist eigentlich ein Resonanzverlust. Ne? Und zwar deshalb, weil Resonanzkatastrophe, glaube ich, da auftritt, also geht in zwei Formen auf. Das eine wäre das, was die Nazis gemacht haben, ja, das hatten wir schon. Ich finde, das ist eine Art von Resonanzkatastrophe. Da kommt es zu einer brutalen Aufschaukelung, also einer ganz starken Aufschaukelung, so wie wenn du eine Brücke wahnsinnig zum Schwingen bringst, aber um den Preis der totalen Verschließung gegen alles, was als außerhalb genannt wurde, sodass das Problem da ist sozusagen die totale Resonanztaubheit, übrigens die ideologisch programmierte Resonanztaubheit, ja, nochmal Goebbels, mitleidlose Härte gegenüber allen anderen und auch gegenüber sich selber. Und die andere Form der Resonanzkatastrophe ist, wenn ich mich von allem und jedem affizieren lasse. Ich glaube, das gibt es wirklich. Das ist das, was zu Burnout führen kann, wenn sozusagen ich mit allem in Resonanz gehe. Das kennen auch viele Jugendliche, übrigens gerade auch die begabten Jugendlichen, mit denen ich Sommerakademie mache. Die haben oft das Problem, dass sie alles toll finden, also alles interessant. Ja, interessant. Ja. Interessant, dass du dann Burnout sagst, weil Burnout war für mich immer, für die Menschen, die eben in keiner Resonanzschwingung sind, mit dem, was sie tun, aber davon ganz viel tun, das so habe ich immer Burnout definiert. Ja, also ich glaube, Burnout ist, der Zustand ist
der Resonanzverlust. Ja? Und also Burnout ist der Zustand, wo du das Gefühl hast, also ich habe zwar vielleicht ganz viel Geld, ganz viel Weltreichweite, aber nichts berührt mich und ich erreiche da draußen auch keinen mehr. Und die Ursache kann sein, dass, also ich kann sozusagen schon sein, ich habe überall wahnsinnig gesucht und investiert, aber nirgendwo was gekriegt. Aber eben auch, ich habe mich sozusagen von allem affizieren lassen und die Folge davon ist, dass ich die eigene Stimme verloren habe. Ja, ich kann, weil ich meine, es gibt in meiner Theorie sowas wie ein Resonanzverweigerungsrecht, ja, damit ich noch antwortfähig bin, damit ich sozusagen meine eigene Klangfarbe behalte, muss ich manchmal auch sagen können, jetzt nicht. Ja, ich kann da nicht mit allem und jedem und schon gar nicht jederzeit in Resonanz treten. Deshalb würde ich sagen, eine Resonanzkatastrophe kann sein, dass ich so sehr mich affizieren lasse, dass ich die eigene Stimme verliere, aber dann ist es keine Resonanz mehr. Darf ich ganz kurz den Begriff nochmal, vielen Dank für diese Resonanzkatastrophe, auf die momentane Zeit beziehen? Viele Menschen, die ich kenne, oder einige, die ich kenne, haben die ganze Zeit Nachrichten geguckt und haben irgendwann gesagt, weil sie so sehr in Resonanz mit diesen Dramen gegangen sind in der Ukraine und mit dem unendlichen Leid, ich halte es nicht mehr aus. Ja, weil du auch nichts tun kannst. Das ist der Inbegriff der Erfahrung von Ohnmacht übrigens. Ja. Es affiziert mich, aber ich kann fast nichts tun. Ne? Und das bringt mich zum zweiten Teil der Frage. Glaubt ihr, es ist wirklich auch jetzt eine menschliche Frage an euch beide, dass das, was wir im Moment erleben, sehr viel Selbstwirksamkeit von effektiver Hilfe, ganz schnell, ich mache die Tür auf, ich lasse Leute rein, sie bedrohen mich nicht. Also in vielen, vielen Fällen werden da ja ganz viele Resonanzbeziehungen offensichtlich entstehen. Werden nicht gestiftet, sondern die entstehen einfach. Ist das eine Chance, was wir momentan auf dem Hintergrund dieser unfassbaren humanitären Katastrophe erleben, auch eine Chance für mehr Resonanz in unserer Welt, unserer in Anführungsstrichen, ihr wisst jetzt, was ich meine. Ich rede jetzt tatsächlich von den Menschen, die helfen, die die Hilfe in Empfang nehmen und so weiter. Und das, was da entsteht, ist das kann das ein Lehrmoment für uns sein in unserem Miteinander? Also ich glaube, für die, die sozusagen da unmittelbar betroffen sind und das jetzt tun, die Tür aufmachen, ist es sicherlich so. Das ist, aber wir werden das Problem natürlich jetzt nicht, da sind wir bei dem gleichen wie vorhin, Selbstverantwortung und kollektive Verantwortung. Wir werden auch dieses Flüchtlingsproblem natürlich nur gemeinsam lösen und auch gemeinsam organisieren können. So toll das ist, diese ganzen Einzellösungen, dass man da an die Grenze fährt und jemanden abholt und sonst wie. Aber trotzdem werden wir die gesamte Flüchtlingsfrage, glaube ich, nur gemeinsam lösen können. Und das Zweite ist, das konterkariert natürlich die ganzen Erfahrungen, auf die du jetzt ansprichst, mit diesem Ohnmachtsgefühl, was wir insgesamt haben und dieser Perspektivlosigkeit. Wie kommen wir denn aus diesem Wahnsinn wieder raus? Und was heißt das? Ich meine, dieser Rückfall, dass nach Jahrzehnten das erste Mal wieder wirklich in Europa Grenzen mit Gewalt verschoben werden sollen, das ist mit, also ich weiß jetzt nicht, was stärker wirkt, aber das ist auf jeden Fall eins, was extrem nachhaltig wirkt. Und ich bin da ratlos, weil ich habe überhaupt keine Idee, wie man da wieder rauskommt. Aber hast du eine Idee? Also wenn ich diesen Vertrauensverlust, ich erlaube mir jetzt das Wort einfach, dass du als allgemeine Lebensempfindung im Moment schilderst. Also gutes Stichwort, Vertrauensverlust, weil ich war gerade in Holland, haben wir auch Resonanz diskutiert und da hat einer der Gesprächspartner gesagt, er glaubt, das fundamentalste Problem ist gar nicht, dass wir die Welt verfügbar machen wollen, sondern dass wir das Vertrauen in sie verloren haben. Und ich, ehrlich gesagt, denke ich seither darüber nach, weil ich glaube, der hat irgendwie recht. Ja, das Misstrauen in die Welt wächst ununterbrochen, übrigens auch Corona, ja, ist natürlich schon so ein Ding. Du weißt überhaupt nicht mehr, wir können ja unserer eigenen Wahrnehmung nicht trauen, kann schon in uns sein, der andere kann tödlich sein, wir wissen nicht, was wir überhaupt noch glauben sollen und so, und der Putin ist böse und die Finanzmärkte brechen zusammen und das Klima macht uns fertig. Also da entsteht brutal viel Misstrauen, ja, was mit dem Aggressionsverhältnis zusammengeht. Und es ist so, Menschen engagieren sich ehrenamtlich, weil sie da Resonanz erfahren. Dazu hatten wir ein großes Forschungsprojekt, das ist wirklich so. Das war auch bei der Flüchtlingskrise 2015. Die mitgemacht haben, haben gesagt, plötzlich hatte ich das Gefühl, mein Leben hat einen Sinn. Ja. Und warum? Weil sie genau, ich habe gesehen, das bedeutet den Leuten was und das bedeutet mir was und ich konnte was tun. Das ist selbstwirksames Verbundensein. Und das Problem ist, ich gebe dir da völlig recht, wenn ich das Gefühl habe, ich bin alleine, ich muss jetzt alleine dieses riesige Elend bekämpfen, dann bin ich verloren, werde ich ohnmächtig und kriege ich Burnout. Wenn ich aber das Gefühl habe, wir machen das gemeinsam, wir kriegen das hin, ja, da entsteht so ein Wir, da ist ein Problem für uns und wir schaffen das irgendwie, also wir können es schaffen, so falsch war dieser Spruch übrigens gar nicht, wir hätten es schaffen können. Ja. Und wer kann es schaffen, weil ich bin total davon überzeugt und ich hoffe, dass Politik den Sinn dafür wiedergewinnt. Leute wollen eigentlich gut sein. Ich glaube das wirklich. Es macht einfach Spaß zu sehen, ich helfe jemandem, ja, und ich trage dazu bei. Und erst hat er geheult und jetzt lacht er. Das ist eine positive, das ist sogar bei Ratten eine positive Erfahrung übrigens. Das ist auch für Menschen eine positive Erfahrung. Und diese Todunglücklichkeit, wenn ich sage, nee, ich helfe dem nicht, ich habe schon genug gegeben oder so, das siehst du doch,
wie Kreuz, das kann, es ist eine kreuzunglückliche Haltung, die das erzeugt. Also mit ein bisschen Glück kann daraus, da würde ich deine Frage bejahen, daraus kann auch ein Sinn entstehen. Ich dachte schon, so können wir doch nicht aus dem Gespräch rausgehen. Nee. Aus anderthalb Stunden kritischen Diskurses. Wir müssen die U-Kurve doch mitnehmen. Haben wir doch. Interessant. Eben stand die ganze Zeit Selbstwirksamkeit in Fokus. Und ganz jetzt steht da Kommunismus. Ich weiß nicht, welcher Algorithmus damit hilfreich war. Jetzt gibt es für mich zwei Fragen. Die eine Frage, die Frage geht an dich, lieber Hartmut. Was liest du da, wenn du dir, die Frage war ja, welches der hier diskutierten Konzepte hilft am meisten, um die Transformation zu einer nachhaltigen Zukunft voranzutreiben? Das ist meine Schlussfrage an dich, was du da siehst und wie du dazu in Resonanz gehst, zu dieser schönen Wortwolke. Und meine finale Frage an dich, und das ist gewissermaßen das Branding dieser wunderbaren Reihe, die ja noch nicht zu Ende ist, ist dann die Frage, was nimmst du von heute mit, lieber Wert? Also, was siehst denn du? Ich sehe Kommunismus, ganz gut. Da hat übrigens mein Kollege Klaus Dörrer hat ein Buch geschrieben, sehr interessantes. Hat ein Buch geschrieben, die Utopie des Sozialismus, und das Neue Deutschland hat geschrieben, ja, wir hätten das nicht gemeinsam geschrieben, weil ich und mein Kollege Lessnig Probleme mit dem Wort Sozialismus gehabt hätten, was gar nicht stimmt. Ich habe damit eigentlich überhaupt kein Problem, und ich hätte auch, die Frage ist halt immer, was man damit meint, aber was ich im Prinzip ganz anschlussfähig finde, ist zu sagen, aus Selbstwirksamkeitserfahrungen kann ein Gemeinsinn entstehen. Das glaube ich schon, dass das wichtig ist. Also wenn Kommunismus hier so gemeint ist, wie ich vorhin gesagt habe, dass wir einen Wir-Sinn brauchen, der Differenz akzeptiert. Übrigens auch Konflikt. Ja, dass der Konflikt gehört für mich dazu, also wenn ich von wir spreche. Ja, das ist weder eine Einheit noch ein konfliktloses Geschehen, aber es kann einen Sinn. Ich glaube, wir brauchen den Sinn dafür zurück, gemeinsam unsere Welt zu bearbeiten und nicht gegen die anderen Interessen durchzusetzen. Das war immer ich kann gar nicht anders. Ja. Ich dachte immer, wenn ich Politik so verstehe, es geht darum, gegen die anderen meine Interessen durchzusetzen. Das ist eine entfremdete, tote Welt. Na, die Frage muss für mich sein, wie können wir gemeinsam Welt so gestalten, dass sie gerecht und gut und nachhaltig wird? Und wenn ich mir die Begriffe so angucke, finde ich, das alles steht da. Ja. Postwachstum, jenseits dieses Zwangs zur Steigerung, Selbstwirksamkeit, dass wir uns nicht entweder mit Allmachtsanspruch, aber ohnmächtig erfahren in dieser Welt, sondern handlungsfähig, kooperationsfähig und dadurch eine neue Form des guten Lebens gewinnen, das macht direkt Hoffnung. Hartmut, vielen Dank. Wert? Ja, das ist eigentlich jetzt der Einstieg in eine neue Diskussion, weil ich glaube, dass wir Transformation nicht schaffen ohne Konflikt, das ist das eine, aber auch ohne Interessensauseinandersetzung, weil es wird in einer nachhaltigen Zukunft wird es auch Verlierer geben. Es wird Leute geben, die jetzt profitieren von einer nicht nachhaltigen Situation. Die werden zum Beispiel alles, was mit fossilen Energien zusammenhängt, alles, was mit einer aus dem Ruder gelaufenen, völlig unsinnigen Autoproduktion zusammenhängt. Ein Stichwort noch in Klammern gesprochen, warum werden die SUVs verkauft? Weil die Marge 20 Mal höher ist als bei einem Polo. Wenn ich einen Touareg verkaufen kann, dafür muss ich 20 Polo verkaufen. Aber daraufhin wird der Vertrieb ausgerichtet. Da sind wir bei Punkten, die haben sehr viel zu tun mit Regulierung von Kapitalismus. Ja. Nicht mit dem Kapitalismus, nicht nur mit dem Kapitalismus als solchen, als sozusagen Akkumulationszwang, sondern auch, wie ist der Kapitalismus organisiert. Und das sind knallharte Interessenauseinandersetzungen. Nein. Doch, aber ich glaube, wir müssen den Interessenbegriff neu definieren, weil tatsächlich ist eine echt spannende Diskussion, würde ich auch gerne mal fortsetzen. Ich finde halt, die Produzenten von SUVs, ja, die schon Milliardäre sind und noch mehr haben wollen, sind Idioten. Also sagen wir mal, sie werden geleitet von idiotischen Prinzipien. Und wer glaubt, der muss mit dem Panzer durch die Innenstadt fahren, sitzt einem gleichermaßen idiotischen Prinzip auf. Und wenn die von diesem Idiotismus befreit werden, sind es nicht Verlierer, sondern auch Gewinner. Ich finde, das sehen die vielleicht selber anders. Solange ich sage, die Gewinner sind die noch mehr haben, ja, oder die mit dem größeren Auto durch die Stadt fahren, sitze ich doch dem Fehler schon auf. Ja. Also ich finde, du bist nicht ein Verlierer, wenn ich dich von deinem SUV befreie. Aber ich bin ein Verlierer. Also nehmen wir, da sind wir wirklich in einer knallharten Diskussion. E.ON hat heute gesagt, sie wollen Nord Stream 1 einstellen. Die Gaslieferungen, die E.ON über die Pipeline aus Russland bezieht, die Gewinne aus diesem Gasgeschäft gehen in die Pensionskasse von E.ON. Davon werden die Leute, die früher bei E.ON gearbeitet haben, bezahlen. Das sind also tatsächlich Mechanismen. Und wenn man das jetzt ändert, dann schafft man Verluste. Dann gibt es Leute, die verlieren.
Und da muss man politisch dann auch sich was ausdenken, damit man diesen Interessenskonflikt löst. Ja. Und man kann nicht einfach sagen, ja, du bist eigentlich Gewinner, wenn du hast keine Pension. Nein, so darf es ja auch nicht sein. Die Frage muss sein, wie wollen wir es machen? Ja, so, dass es sozusagen noch halbwegs fair und vertretbar ist für die Pensionäre da, aber auch fair im Blick auf die Umwelt und fair im Blick auf die politische Lage. Das ist eine knallharte politische Auseinandersetzung. Ja, okay. Ich freue mich auf weitere Aushandlungsprozesse. Werte Herren, vielen herzlichen Dank. Einen riesigen Dank an unseren fantastischen Gast Hartmut Rosa und unseren tollen Host Werth Kanzler. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Danke. Der Applaus hat geschwungen. Der hat geschwungen. Vielen herzlichen Dank, dass ich Karina Kallenbach vertreten durfte. Es hat mir einen riesigen Spaß gemacht. Und wie toll, dass wir mit Ihnen hier in diesem Resonanzraum des Futurums sein durften, weil das ist immer ein Resonanzraum. Nicht nur, wenn wir hier über Resonanz sprechen. Vielen herzlichen Dank. Und das war die 8. Folge, Spezialfolge mit echter menschlicher Beteiligung. Es gibt eine 9., wir haben es gehört, die Astronautin mit Flugscham. Also ist es noch viel zu erwarten in der Reihe Alles bewegt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, reinschalten, Fragen stellen und fürs Mitdenken. Ich habe es britzeln gehört. Und für die Moderation. Ja, vielen Dank auch. Vielen Dank. Genau.